Hallo und willkommen zum Weg zur Hölle. Um genau zu sein, Islam ungelogen, die richtig echte Wahrheit. Auch diesmal wieder ein kürzeres Intro, um Spamming zu stressen. Nein, nicht um ihn zu stressen, aber einfach so. Um was geht's bei unserer Sendung? Wir sind Atheisten, also nicht Gottgläubige. Was das genau bedeutet, erklärt uns später dann der Dr. Stefan Kees. Wir reden über den Islam. Nun, wieso reden wir über den Islam als Nichtgläubiger, als nicht an Gott gläubige Menschen? Ganz einfach, weil wir denken, der Islam wird einfach zu wenig objektiv betrachtet und neutral besprochen. Man spricht ja sehr häufig über Islam im Fernsehen, aber da sieht man eher so zwei Fronten. Die einen lügen gerne darüber, weil es ihre Religion ist, machen quasi alles Friede, Freude, Eierkuchen mäßig. Also bereiten es so richtig schön Weichspüler technisch auf und präsentieren es als die Religion des Friedens. Und die andere Fraktion ist dann die, die überall diese muslimischen Terroristen sehen. Also jeder Muslim, die ein Kopftuch trägt, ist automatisch für die dann Terroristin. Und jeder Mustafa mit zu dicken Augenbrauen und zu langem Bart oder zu komischem Bart ist dann für sie vielleicht ein Salafist, der vermutlich sie auch wegbomben will. Und wir betrachten uns das aber so neutral wie möglich an. Wir versuchen zu differenzieren, was genau ist jetzt Islam? Wo kann man sagen, ja, das ist selbst von Mohammed so angepriesen worden, dass das okay ist und das ist eher erfundene Sache und wir wollen einfach nicht, dass unbedingt die Paranoia zu stark überhand nimmt. Und bei jedem Verbrechen, das mittlerweile passiert in Europa, gibt es dann immer gleich sofort Diskussionen, ob das vom IS angezettelt wurde. Menschen sind krank teilweise und es gibt Verbrechen, es gibt Morde. Das muss nicht alles zwingend mit dem Islam zu tun haben. Aber auf der anderen Seite ist es so, wenn natürlich einer Allahu Akbar schreit und im Namen des Propheten für ihn mordet, weil er gezeichnet wurde, dann kann man schon davon ausgehen, dass es im Namen des Islams nun mal geschieht, ganz einfach. Ja, und wir wollen halt darüber reden und ihr könnt bei uns mitmachen. Der Oberlink einfach noch zuschauen, kommt ja auf YouTube und könnt einfach zugucken und chatten. Und der untere Link ist dann zum richtig Mitreden. Vielleicht kann ich wie letztes Mal unseren Russen triggern, damit er in die Sendung kommt. Weil da habe ich ja über die Krim kurz geredet und Russland und das hat ihn irgendwie angezündet und er musste auch mich ein bisschen zurechtstutzen vielleicht oder einfach seine Erkenntnisse mir mitteilen. Und ich habe dann danach später noch nachgeguckt und es ist eben noch nicht so einfach, das darzustellen. Aber jedenfalls könnt ihr damit machen, hangout.die-gottlosen.ch kommt ihr in den Hangout rein und ihr werdet aufgenommen und später archiviert, also ihr seid dann Teil der Sendung. Und Dr. Stefan Kees ist wieder zurück, er hat sein Käffchen geholt und will uns jetzt mitteilen, wieso er Atheismus die ganze Zeit betreibt, von montags bis sonntags, von 0 Uhr bis 24 Uhr. Wieso bist du nonstop Atheist? Okay, hallo erstmal. Ich habe ja nicht gewusst, dass du ein manuelles Intro machst. Das heißt also, dass das wesentlich zügiger ist. Ich habe also einen neuen Rekord aufgestellt in Käffchenhund. Ja, ich weiß gar nicht, warum das Käffchen heißt. Obwohl, ich trinke ja einen riesen Pottkaffee. Das heißt also, bei mir ist das ein Kaffee. Keine Ahnung. So, wir reden über den Islam. Und nein, das ist ein Kaffir. Ein Kaffir, genau. Der Kaffir trinkt Kaffee. Ah, there you go. Da kommt Kaffee her. Das sind die Kaffeetrinkenden. Kaffir. Ah, okay. Das ist eine ganz neue Interpretation. nicht ganz, aber man kann es so deuten. Obwohl, Kaffee ist ja von Mohammed auch erfunden und so nicht. Stimmt, der hat das ja alles erfunden. Genau, mit die Algebra und Algorithmen und alles, ja. Okay, wir haben mittlerweile schon wieder August und wir reden immer noch über den Islam. Und ich habe festgestellt, ich rede mittlerweile seit 6 Jahren darüber. Und es gibt den Islam immer noch. Also irgendwas mache ich falsch.
irgendwas ist hier nicht richtig. Hattest du denn die Hoffnung, dass, wenn du anfängst, darüber zu reden, dass es verschwindet? Nee, I'm just helping it along. Wie sagt man dann dazu? Der Islam ist, der schrumpft ja. Das sind ja Millionen, die jedes Jahr den Islam verlassen. Und ich kriege jetzt andauernd Nachrichten von Leuten, und teilweise jetzt auch offen. Also ich habe jetzt auch mehrere gehabt, die ganz offen auf den YouTube-Comments geschrieben haben, ich bin in einem muslimischen Land und muss das auch noch bleiben. Ich darf also nicht sagen, dass ich gar nicht an Gott glaube, sondern ich muss tatsächlich noch freitags mitmarschieren und da meine Rakat machen und so tun, als ob. Aber ich, im Grunde genommen glaube ich das gar nicht mehr. Und das ist die Sache. Das heißt, die Muslime sagen immer wieder, ja, aber wir haben ja viel mehr Kinder. Selbst das stimmt nicht mehr. Also zumindest nicht mehr so, wie es früher war. Das heißt also, es sind immer weniger, also die Geburtsraten gehen runter und die jungen Leute werden mittlerweile durch äußere Einflüsse immer weiter geprägt, sodass der Islam immer weniger einen Einfluss hat. Dafür nimmt der Einfluss... Also in Europa sicher, aber ich weiß es nicht. Ja, nee, das wollte ich gerade sagen. Dafür nimmt der Einfluss von den eher fundamentalistisch eingestellten Muslimen in Europa zu. Und da müssen wir uns jetzt überlegen. Weil wir müssen ganz klar sehen, im Christentum zum Beispiel, da gibt es ja das Konzept eines Königreiches im Himmel. Das ist ja, der König ist ja Gott, ist ja König, weil irgendwas muss das ja menschlich sein. Das muss ja für menschlich verständlich bleiben. Also nennt man das das Königreich des Himmels. Und da sollen halt Menschen um Einlass bitten, damit sie dann auch im Königreich des Himmels dann teilnehmen dürfen mit diesem Gott. So, und im Islam ist das jetzt anders. Das heißt also, da gibt es zwar auch das Königreich des Himmels, aber dort wird gesagt, wir brauchen schon das Königreich des Himmels auf Erden. Das heißt also, die wollen schon die Gesetze des Himmels, nicht im Himmel, sondern schon hier auf der Erde einsetzen. Und das ist das, wo wir sagen, wow, 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 mal langsam. Wie viele Götter wollen wir eigentlich in die Regierung lassen? Und da muss man sich jetzt ganz, ganz drüber im Klaren sein, wie weit kann ich eigentlich die Gesetze von Göttern, und wir haben ja, 180, 185 Götter, die im Augenblick aktiv sind, wie weit will man die in eine Regierung übernehmen? Und da sage ich halt zum Beispiel gar nichts. Wir haben hier unsere Gesetze, unsere Kultur, unsere Gesellschaft und da brauchen wir nicht Götter. Vor allen Dingen, was diese Götter uns auferlegen. So, jetzt haben wir Cafeteria Christianism, dieses Menü-Christentum, wo die Leute sagen, also wir nehmen mal, wo Jesus, es geht ja dann im Christentum immer um Jesus. Jesus hat gesagt, Quatsch, Jesus hat nicht existiert, der hat nicht irgendwas gesagt. Es steht im Buch, dass der Darsteller Jesus gesagt hat in diesem Buch, ihr sollt das und das machen. Dass er gelogen hat, dass er gestohlen hat, dass er verrückt ist, dass er andere Leute um die Existenz gebracht hat, das lässt man dann weg. Dann nimmt man dann nur die guten Sachen, die aber gar nicht... What the fuck is this? Dass dann in dem Augenblick, dass man dann sagt, okay, wir nehmen nur die guten Sachen und lassen die schlechten Sachen weg. Und das war's dann. Was hat dann Jesus hauptsächlich gestohlen? Nur die Herzen von jungen Frauen, oder wie? Nein, nein, nein. Der hat ja tatsächlich hier den Esel und das junge Pfohlen und was das war, auf dem er dann nach Jerusalem geritten ist. Ja, aber das musste er stehlen, weil es ist ja prophezeit worden, glaube ich. Dass er... Warte, ich muss dir mal gerade sagen, dass ich nicht kann, Herr Gott, nochmal. Also soweit ich mich erinnere, einfach nebenbei bemerkt, er musste ja dann den Esel stehlen, weil das war, soweit ich mich erinnere, eine Prophezeiung, dass der Befreier auf dem Esel irgendwie ankommen soll. Ich weiß nicht, warum Leute das nicht kapieren, wenn man die wegdrückt und die dann besetzt kriegen, dass das heißt, ich kann gerade nicht. Ich rufe dich ja nachher zurück, ist ja gut, aber die rufen dann alle 2 Sekunden an und denken dann, die müssten mich jetzt, ich habe dich aber angerufen. Hey. Vielleicht ist aber wichtig. Nein, das ist ja nie so wichtig, Herr Gott, nochmal. Anyway, was ich gerade erklärt habe, ist, dass wir also jetzt diese Gesetze, die Jesus, der musste das klauen, weil er ja nach Jerusalem wollte, aber ich kann ja diese Gesetze nicht für mich anwenden. Das heißt also, ich kann ja nicht sagen, ja, aber ich muss jetzt dringend ein neues Telefon haben, also gehe ich jetzt einfach und klaue das.
So, das funktioniert in der Gesellschaft heute nicht. Bei Jesus hat das funktioniert. Er hat gesagt, ich muss da Jesus nehmen, also klaue ich mir einfach ein paar Reittiere. Bei ihm funktioniert das, weil es gehört ja sowieso ihm. Er ist sein eigener Sohn und er ist Gott. Also klar, Gott, es gehört alles Gott. Also der Esel hat sowieso ihm gehört. Von dem her ist er ja nicht wirklich geklaut. Also brauche ich auch gar nichts zu machen. Ich bin Sklave, Leibeigner und mir ist es also kann ich machen, was ich will. Ich kann also klauen und alles ist ja alles egal. Gehört alles Gott und ob ich das jetzt tue oder nicht, ist das scheißegal. Außerdem ist er allgütig, also wird mir das sowieso wieder verziehen. Also klaue ich mir jetzt das Telefon, anstatt das zu bezahlen, gehe damit nach Hause, freue mich der Dinge. Und dann kommt Gott und sagt, du hast geklaut. Sage ich, oh, bitte, bitte, lieber Gott, verzeih mir. Ja, alles gut. Ja, von Gott her gesehen ist das ja auch alles gut. Er verzeiht dir ja, aber das Problem ist der Ladenbesitzer. Funktioniert nicht nach Gottes Gesetzen. Der ist nicht ganz der Meinung, dass er dir das einfach so überlassen kann. Und da sehen wir also schon direkt am Anfang, da brauche ich nur ein einziges Beispiel zu bringen, dass das alles nicht funktioniert. Das heißt also, wir können diese ganzen Regeln, wie sie in der Bibel stehen, nicht anwenden. Vor allen Dingen kann ich nicht einfach einen Jungfernschaftstest verlangen von einer Frau, bevor die meinen Sohn heiratet und wenn sie den nicht besteht, muss ich die unbedingt steinigen. Das ist in der Bibel so vorgegeben. Jetzt kommen die Leute, ja, aber das ist das Alte Testament, wir leben jetzt im Neuen Testament und das ist jetzt alles vorbei. Sag ich, ach so, die 10 Gebote gelten nicht. Ja, doch, doch, die sind ja von Jesus übernommen. Sag ich, dann zeigen wir bitte die 10 Gebote im Neuen Testament. Das sind ganz andere Gebote. Was ist denn mit den anderen? Darf ich das oder und? Scheiße, was ist denn heute los hier, verdammte Hacke? Die Leute wissen doch, dass ich um 12 hier beschäftigt bin. Dass du um 12 Uhr Atheismus betreibst. Da bist du noch nicht hingekommen. Weil ich jetzt immer noch beim Islam bin, weil ich immer noch zeigen will, dass das alles größter Schwachsinn ist, wenn die Leute mir sagen, wir müssen nach dem Islam leben. Das ist also idiotisch. Und vor allen Dingen ist der Islam eine Ideologie, die tatsächlich versucht, Gottes Gesetze heute hier einzubringen. Und das funktioniert nicht. Das kann nicht funktionieren. Ach nee, weißt du, echt, es ist doch, was ist denn heute los hier? Dann gib ihn doch mal ab und frag nach, was ist. Dann, nein, das sind ja mal andere. die wollen vielleicht eben wegen deiner Familiensache dir einfach ihren Trost spenden. Nein, die wollen mir Tipps geben, wie man das beste Telefon findet. Und das Telefon jetzt keinen Fingerprint-Scanner hat. Ach du Scheiße, ja, okay. So. Jetzt warst du beim Islam gelandet, der versucht, meine Güte, warum lassen mich Leute nicht zu Ende reden? Der Islam versucht, Leute dazu zu bringen, dass sie die Gesetze, die im Koran stehen, die aber gar nicht im Koran stehen, von denen sie nur behaupten, dass sie im Koran stehen, zum Beispiel, ich nehme ein ganz kurzes Beispiel, es steht im Koran nirgendwo, dass Alkohol verboten ist. Und trotzdem sagen sie, Alkohol ist verboten. Das heißt also, erstens wird das, was im Koran steht oder angedeutet wird, interpretiert und dann als Tatsache hingestellt. Und dann wird das, was dann aus dem Koran verfälscht wurde und als Tatsache hingestellt wurde, dann auch noch versucht zu implementieren als Gottes Gesetz hier auf Erden. Und da spiele ich nicht mit. Da ist dann bei mir Ende der Fahnenstange. Da ist vorbei. Und das versuche ich einzudämmen, indem ich mich dagegen wehre. Und deswegen mache ich das Ganze mit dem Islam. Weil Leute fragen mich andauernd, warum machst du das eigentlich? Was hast du davon, wenn du irgendwas gegen den Islam sagst? Ich rede nicht gegen den Islam, ich rede gegen idiotische Ideen. Und die Einführung von Gottes Gesetzen hier auf diesem Planeten ist eine idiotische Idee. So, wir machen das. Oder ich kann es nur für mich sprechen. Ich mache das, weil ich eben keinen Götterglauben habe. So, jetzt fehlt mir nichts. Mir ist nicht irgendwie so, dass ich jetzt dauernd denke, oh mein Gott, wieso gibt es dich nicht? So, nein, ich komme ganz gut ohne Götter aus. Ich brauche keine Götter in meinem Leben. Und das, deswegen, vielleicht wärst du glücklicher mit Gott. Ja, na klar, ich bin auch glücklicher, wenn ich besoffen bin. Aber deswegen glaube ich, bin ich ständig besoffen rum. Nein, also Realität mag zwar hart sein und Realität mag manchmal auch brutal sein, aber es ist Realität. Und ich kann mich eher mit einer Realität auseinandersetzen als mit Göttern. Dass ich jetzt hingehe und sage, dieser Gott ist jetzt ein allgütiger Gott, aber wenn ich was Falsches anziehe oder wenn ich mir die Augenbrauen falsch rasiere, dann gehe ich sofort in die Hölle. Das kann doch nicht sein. Das geht doch gar nicht.
deswegen habe ich ja dieses Video gemacht mit diesen, weiß ich nicht, 128 Punkten, wo ich frage, wie kann es sein, dass Menschen an Götter glauben, wenn die so bescheuert sind? Und ich bin jetzt halt jemand, der sagt, nein, es gibt keine Götter. Jetzt bin ich aber hier als Atheist und in meiner Eigenschaft als Atheist kann ich so etwas nicht sagen. Da kann ich nur sagen, ich habe keinen Götterglauben. Und das ist alles, was ein Atheist sagt. Und ich bin hier, weil ich mich jetzt hier mit der Religion und mit Göttern beschäftige, als Atheist, nicht als Mensch. Und als Atheist sage ich halt, ich habe keinen Götterglauben. Es gibt aber keine Möglichkeit zu sagen, dass es keine Götter gibt. Aus der Sicht eines Atheisten immer heraus gesehen. So, jetzt bin ich aber jemand, der keinen Götterglauben hat. Daraus leitet sich aber nicht ab, dass ich aktiv an die Evolutionstheorie glaube, dass ich aktiv Kosmologie, wie sagt man, Urknalltheorie in einer Facette X irgendwie als Tatsache ansehe. Das leitet sich daraus nicht ab. Ich kann dann Kosmologe sein, ich kann Physiker sein, ich kann alles Mögliche sein und mir diese Sachen angucken und mich mit der Realität auseinandersetzen. Das hat aber nichts mit der mit dem Atheisten zu tun. Und deswegen, deswegen beschäftige ich mich mit Göttern, aber nicht, dass ich jetzt irgendwie etwas betreibe, was Anti-Gott oder sowas ist, weil das ist absurd. Und deswegen wehre ich mich gegen den Begriff Atheismus, weil ein Ismus immer irgendeine Aktion oder irgendetwas beinhaltet, was ich nicht mache. Und deswegen bin ich Ungläubige, ich habe keinen Götterglauben. Und jetzt kommen Theisten, also die Menschen, die mit Gott leben, auf die Idee, ja, wenn ich aber nicht mit Gott lebe, muss ich ja ohne Gott leben. Was idiotisch ist. Und deswegen nennen die dann die Leute, die nicht so sind, wie sie sind, nämlich die Theisten, nennen sie Atheisten. Und wenn der Begriff schon bescheuert ist, kommen sie dann auch noch um die Ecke und sagen, ich betreibe aktiv Atheismus. Und da hört es dann völlig auf. Und da bin ich dann jemand, jawohl, das ist Semantik. Jawohl, das ist Hairsplitting, das ist Haarspalterei. Haarspalterei, there you go, danke. Und ich betreibe hier Haarspalterei, absolut. Aber wir reden hier über Definitionen und um korrekte Definitionen und die korrekte Einstufung. Und wenn mich jemand als Atheismusgläubiger oder sowas bezeichnet, dann ticke ich aus. Weil es stimmt einfach nicht. Im Islam habe ich diese ganzen Bewegungen und diese ganzen Ideen, die wir gerade aufgezeigt haben. Das ist so. Aber es ist nicht so, dass ich als Atheist irgendwelche Attribute habe. Und dagegen wehre ich mich. Und deswegen bin ich der Meinung, wir gucken uns den Islam objektiver an, als es zum Beispiel ein Christ oder ein Zeuge Jehovas könnte. Oder ein Mormone oder ein Hindu oder ein Rastafari oder ein Sikh. Oder es gibt tausende Religionen. Und ich behaupte, wir gucken uns diese ganzen Religionen objektiver an als alle anderen, wobei ich ja mit allen anderen übereinstimme. Weil jede sagt, euer Gott existiert nicht. Und ich stimme mit allen überein. Und damit haben wir es dann auch schon. So, und das ist eben meine Ausgangsposition, die ich immer wieder, und es ist enorm. Ike sagt das auch immer wieder. Wieso machen wir diesen Scheiß? Warum machen wir am Anfang jeder Sendung diese Definitionen? Es muss doch mittlerweile sich rumgesprochen haben. Nein, hat es nicht. Es gibt immer wieder Leute, die absolut keinen blassen Schimmer haben, was ein Atheist ist. Ich habe jetzt wieder eine Diskussion mit einem, der sagt, ein Atheist behauptet, es gibt keinen Gott. Das gibt es gar nicht. Und dadurch, dass ich Atheismus betreibe, ist das wie eine Religion, weil ich dagegen gehe und so weiter. Da ticke ich aus. Und da muss ich jetzt echt überlegen, wie lange erlauben wir das noch? Wieso geben wir Religionen, wieso geben wir Göttern einen Status, den man irgendwie anders ansieht als Rumpelstilzchen? Was ist der Unterschied zwischen einem Gott und Rumpelstilzchen? Es ist kein Unterschied. Und trotzdem müssen wir, sobald wir über Götter reden, vorsichtig werden. Weil es ist ein kompliziertes, es ist ein emotioneller Sache. Nein, ist es nicht. Genauso wenig wie Rumpelstilzchen in irgendeiner Form ein anderes Bewusstsein braucht. Und da kapiere ich nicht. Und deswegen sage ich immer wieder, wir müssen uns langsam mal überlegen, was wir eigentlich Religionen und Göttern zugestehen.
wir müssen uns in der Gesellschaft mal langsam darüber klar werden, dass wir nicht immer so höflich sein müssen, wenn es um Religionen geht. Dass wir nicht automatisch Religionen respektieren. Ich respektiere Menschen, die das verdient haben. Respekt verdient man sich. Man kann es nicht einfordern. Und trotzdem gibt es immer wieder gerade Frauen, die sagen, du musst mich respektieren als Muslime. Sag ich, nein, du bist ein Arschloch. Du kannst mich doch nicht als Arschloch bezeichnen, ich bin doch eine Frau. Sag ich, das ist mir doch scheißegal. Ich behandle Frauen genauso wie Männer. Und wenn du als Arschloch hier irgendwelche doofen Argumente bringst und mir versuchst zu zeigen, Sklaverei im Islam war bessere Sklaverei als die andere Sklaverei, dann bist du ein asoziales Arschloch. So einfach ist das. Ich habe fertig. Eine ganze Viertelstunde hast du jetzt gebraucht, nur um zu sagen, dass du islamophob bist. Also, naja. Ja, Islam ist die Ideologie, Phobie ist die mentaler Irrsinn. Also ist Islam mentaler Irrsinn? Kinder, überlegt euch mal, was ihr macht. Nee, keine Ausreden, du musst jetzt einfach akzeptieren, dass du Angst vor dem Islam hast, eine irrationale Angst vor dem Islam. Oder krank bist, weil du von dem Islam Angst hast. Also ich kann dir nur sagen, wenn du am falschen Ende einer Kalaschnikow stehst, dann hast du echt Schiss. Habe ich dann Angst vor dem Islam? Ich glaube eher, ich habe Angst vor dem Schuss, nicht vor dem Islam. Nein, ich habe Angst vor dem, nein, Waffen töten nicht, Menschen töten. Und da habe ich Angst vor den Muslimen, die versucht haben, mich zu töten. Und da kann mir keiner sagen, du darfst doch Muslime nicht hassen. Hör mal, ich hasse die Muslime, die versucht haben, mich umzubringen. Da kannst du aber für. Und da das ist aber voll gemein von dir, dass du Muslime hast. Selbst wenn sie dich töten wollen. Nein, nur, Moment. Nur die, die mich töten wollten. Alle anderen. Ich gehe abends mit Muslimen weg. Das heißt also, ich habe jetzt nichts gegen Muslime generell. Nur gegen die, die versuchen, mich zu töten. Ja, aber das ist ja trotzdem nicht nett von dir. Ich meine, sie sind halt Muslime, was können sie dafür? Ja, ich halte die andere Arschbacke auch noch hin, damit sie auch noch wegfeuern, ja. Das erinnert mich an das kurze, kleine Video von Dark Matter 2525. Der zeigt einen kurzen Clip von Yes-Typen, die einen köpfen wollen. Und dann sagt der geköpft wird, sagt irgendwas und dann meint der Muslim, der ihn köpfen will, gleich, das ist so rassistisch von dir. Ja. Nur weil ich Muslim bin. Und nee, nicht wegen dem, ich bin nicht rassistisch, ich bin nicht, sagt dann der zu köpfen. Der und dann sagt er, komm, ich beweise dir, dass ich nicht rassistisch bin, hack mir die Rübe ab. Weil so kommen mir eben auch diese Gutmenschen vor, dass die halt alles sagen, nur damit sie nicht irgendwie als Rassisten rüberkommen. Sie würden selbst sich vielleicht in Zukunft wirklich köpfen lassen. Und diese Mentalität sieht man teilweise. Denn alles Schlechte im Islam, das es gibt, es ist nicht alles schlecht im Islam, aber alles Schlechte im Islam wird weichgespült und wird einfach deklariert als nicht islamistisch. Und wenn man etwas dagegen sagt, ist man automatisch auch ein Rassist. Obwohl es hinten und vorne keine Verbindung hat zu irgendwelchen Rassen. Aber ich merke, dass ich nach 10 Jahren Islam intoleranter gegenüber der Intoleranz werde. Und da merke ich mittlerweile bei mir selber, indem ich mich ständig damit beschäftige und ständig damit konfrontiert werde, wie unehrlich diese Menschen sind. Dass ich da, also ich rede, wie gesagt, ich rede nicht von allen Muslimen, ich rede von einigen wenigen, die das machen. Aber diese wenigen, die treiben mich mittlerweile dazu, dass ich da intolerant werde und mir wirklich überlege, wie viel Gott kann unsere Religion eigentlich noch vertragen? Naja, nicht unsere Religion. Wie viel Gott kann unsere Gesellschaft noch vertragen? So. Ich habe nie wirklich großartige Leute respektiert, die einfach pauschal Respekt und Toleranz verlangen. Ich meine, wie gesagt, das muss man sich irgendwo durch einfach verdienen und es ist wie wenn ich sagen würde, ja, ich habe eine weiße Hautfarbe, also respektiere mich einfach so. Ich meine, ja, genauso blöd. Ja. Ich muss doch irgendwie was zeigen, warum du mich respektieren kannst und nicht mit etwas, das ich gar nicht verdient habe. Einfach mit etwas, was ich nicht verdient habe. Und jetzt etwas News zuerst, bevor wir zu Al-Andalus gehen, zur nächsten Episode. Italien, Islamunion fordert Polygamie. Wissen die, was die sagen? Hm? Wissen die eigentlich, was die sagen? Ja, Moment, schnell. Also in Italien gibt es jetzt endlich die Homo-Ehe.
Das ist jetzt amtlich, dass die heiraten dürfen und alle gesetzlichen Vorteile endlich mitnutzen dürfen, wie andere Paare, auch Mann und Frau vorher. Was gut ist, denn auch Männer und können mit Männern lieben. Warum sie das machen, ist halt ihnen überlassen. Wenn ihnen das gefällt, können sie das machen, und Frauen können danach Frauen lieben und nun jetzt eben heiraten. Sie sind also vor dem Gesetz gleichgestellt, ganz einfach. Jetzt ist da ein Muslim ins Geschehen reingeplatzt, und dem scheint das nicht zu gefallen und nutzt natürlich die Chance und ruft zu Polygamie auf, damit er auch seine Gerechtigkeit hat, beziehungsweise, dass er nicht diskriminiert wird vor dem Gesetz, weil die Schwulen können ja jetzt auch heiraten. Wieso muss er noch diskriminiert werden, dass er nicht mehrere Frauen haben könnte, wenn er das wollte? Ja, finde ich absolut richtig. Finde ich absolut gut, kann er machen, wenn er aber dann akzeptiert, dass auch Frauen mehrere Männer haben können. Genau, das wollte ich eben sagen. Ach so, sorry. Okay, ich mache das Mikrofon aus. Nee, was der verlangt, ist nicht wirklich Polygamie. Das würde er nicht wollen. Er will Polygamie, also ein bisschen anders geschrieben und anders ausgesprochen. Polygamie. Das bedeutet Polygynie? Weil im Englischen ist es Polygynie. Ja, ausgesprochen Polygynie von mir aus. Genau, Polygynie von mir aus ausgesprochen. Jedenfalls ist das die Mehrheit von einem Mann zu vielen Frauen, ganz einfach. Denn ich werde hier prophezeien, wenn man diesen Typen fragt, ja, wenn du Polygamie willst, dann darf deine Frau, wenn sie will, auch mehrere Männer heiraten. Bist du damit einverstanden? Oder ist es nur religiös begründet, dass du als Mann mehrere Frauen haben darfst, weil es einfach so im Koran für dich vorgesehen ist und dir zugesprochen wurde? Das wäre dann meine Frage. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass der sagen würde, nee, ich habe vielleicht Polygamie gesagt, ich weiß es ja nicht, was er wirklich gesagt hat, es wird einfach so im Artikel hier dargestellt, aber er will das bestimmt nicht. Also Polygamie will er bestimmt nicht, dass also wirklich Frauen auch mehrere Männer heiraten können. Oder denkst du, er ist so ein offener Muslim, dass er dann sagen würde, doch, meine Frau kann, wenn sie will, noch einen zweiten Mann haben? Nein. Weil ich habe noch vorher gelesen, dass man nicht verstehen würde, warum das eigentlich verboten ist. Ich verstehe es auch nicht ganz, warum Polygamie nicht erlaubt ist, aber das gleichzusetzen mit jetzt quasi dem Erfolg, dass Schwule auch heiraten können, finde ich ein bisschen schlecht. Erst recht, wenn es von einem Muslim kommt, einem offensichtlich, so wie es im Artikel hier dargestellt wird, der schon in der Vergangenheit aufgefallen ist. Wenn es von einem Muslim verlangt wird, die Mehrehe, dann ist das ein Rückschritt, weil für die Frau ist das wieder eine Diskriminierung. Sie ist einfach weniger wert, weil sie halt nur eine von vielen ist. Also das ist einfach ein Rückschritt. Und bei der schwulen Ehe ist das halt so, dass die dafür gekämpft haben, schon sehr lange gekämpft haben und das endlich dürfen. Also das ist nicht das Gleiche, wie jetzt die Frauen neu zu unterdrücken, um es ein bisschen gröber zu sagen. Also überhaupt nicht das Gleiche. Ja, aber wo setzt du dann Grenzen? Das ist eben das Problem. Weil ich sage auch immer, dieses Inzest-Thema, das müsste mal irgendwie neu angegangen werden. Aber wo hört das dann auf? Das heißt also, wenn Schwester und Bruder irgendwie Sex haben mit Kondom, okay, what the fuck? Soll ich mich darüber aufregen? Nein. Selbst ohne Kondom, wenn sie das unbedingt ums Verrecken wollen, ich meine, das ist ihr Leben, und wenn sie dann wegen den genetischen Fehlern ein Kind haben, müssen sie sich darum kümmern, auf jeden Fall. Ja, so. Nee, jetzt hast du mir aber den Schritt zurück weggenommen, weil genau das ist der Punkt, wo ich hin will. In dem Augenblick, wo die aber ungeschützten Sex haben und dann Kinder zur Welt kommen, die dann von der Gesellschaft medizinisch versorgt werden müssen, in dem Augenblick betrifft es auch mich, weil nämlich dann meine Versicherungsbeiträge hochgehen, dadurch, dass die Sex haben, die eigentlich wissen sollten, dass sie es nicht tun. Das ist genauso wie mit AIDS. Du darfst nicht mit AIDS
mit ungeschützt Sex haben und das ungehindert verbreiten. Da finde ich, da sollte auch ein Riegel vorgeschoben werden. In dem Augenblick, wo etwas andere betrifft, muss es aufhören. Ja, aber jetzt kommst du in den Bereich der Diskriminierung aus dem einfachen Grund. Genau, was ist das mit, ist genau der Punkt, wo ich hin will. Was ist mit denen, die sowieso schon genetische Fehler haben, nicht weil sie aus Inzucht kommen, sondern einfach Verkrüppelungen haben, die unter Umständen weitergegeben können? Die werden ja vom Gesetz her nicht ausgeschlossen, dass sie Sex haben dürfen. Wieso sollten jetzt pauschal Bruder und Schwester halt nicht Sex haben dürfen, ungeschützt? Also. Deswegen habe ich ja auch angefangen, jetzt kommen wir nämlich in den Bereich, wo es schwierig wird, wo wir dann moralische und sagen wir mal, psychische und Fakten miteinander vermengen müssen. Und da wird es schwer. Es wird schwer, aber ich von meiner Seite her sehe ich es für mich jetzt nicht, dass ich denen nicht erlauben dürfte, Sex zu haben oder so. Also es liegt nicht an mir, zu beurteilen, wer wirklich mit wem Sex haben darf. Das genau, ist du hast ja den super, das ist ja, ich finde das ein super Punkt, den du vorgebracht hast mit den, die schon genetisch irgendwie, wie sagt man denn, Schäden geschädigt einfach haben, sind, einfach, ne? wenn die dann diese Schädigung weiter verbreiten, klar. Wir dürfen Männer mit braunen Augen keinen Sex mehr haben, weil wir alle Blauäugigen langsam verlieren. Ja, ne, ja, so hört man auf. Ne? Heil, Dr. Stefan Kees, heil. Kommen wir hier in die Eugenik, das schon mal angefangen hat irgendwann und man hat gemerkt, es ist nicht unbedingt das Wahre. Ja, genau, deswegen, das muss man alles überlegen. Naja, ich finde auf jeden Fall, dieser Muslim, der das verlangt hat, der ist ziemlich sicher ein Heuchler. Der will bestimmt keine Polygamie, sondern Polygynie. Willst du noch was dazu sagen, oder? Nein. Dann noch zum letzten. Ach, das mache ich auch in der Gin & Tonic, das ist so schön. Genau dieses Thema habe ich auch in der Gin & Tonic. Kann verhängt Burkini-Verbot und dann einen Artikel weiter. Hör mal, ich habe das sogar hier, das gibt es ja gar nicht. French What About the Horse Burkini Day, jetzt pass auf, jetzt kommt nämlich der hier. wie kann ich denn das jetzt sichtbar machen und gleichzeitig hier rüber gehen? Das kapiere ich jetzt nicht. Oh shit, wie mache ich das denn jetzt? Was willst du? Bildschirm freigeben oder was? Ja, ich komme aber nicht dahin, weil ich genau hier ja in dem Bildschirm bin. Das heißt, ich müsste jetzt sehen, dass ich hier. Wie macht man das denn? Wie komme ich denn jetzt hier? Gib mir den Link. Wenn es einen Link gibt, dann gib mir den Link. Dann kann ich das ja zeigen. Copy. Zack. 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 Im Chat. Gut, dann mache ich hier auch Adresse kopieren. So. Was hat uns der Stop Spamming hier gebracht? Einfach auf Englisch, ja. Steht da noch mehr drin? Nicht? Nein, nur die Schlagzeile oben. Can's banned full body burkini swimsuit from beaches. Was stimmt denn daran nicht? Okay, aus? Was hast du eben gezeigt? Ach so, sorry, ich habe dir den falschen gegeben. Das war jetzt. Oh fuck. Ich habe mich, weil ich habe, das ist genau dieses Gegenstück. Was? Also Frankreich, französischer Wasserpark hostet einen Burkini-Tag für muslimische Frauen. Deswegen will ich genau zeigen, wie idiotisch die Franzosen sind. Auf der einen Seite zelebrieren sie Bikini und auf der anderen Seite verbieten sie. Zuerst mal zum Artikel, dann lache ich auch noch weiter drüber. Kann sein Bikini-Verbot. Also als erstes will ich sagen, ich finde das ein dummes, richtig dummes Verbot. Ich halte einfach von diesen, und ich von das solchen genial. Verboten. Das, ich finde, genau das muss man machen. Weil der Burka mittlerweile ein politisches Statement ist. Das ist mittlerweile sowieso logisch. Ja, das ist schon klar, aber
Du kannst nicht politische Statements verbieten. Das geht einfach nicht. Das geht einfach nicht. Egal wie bescheuert es ist, das ist ein politisches Statement zu verbieten. Es gibt als Privat- in Deutschland Moment. Vermummungsverbot. Ja, als Privatperson auf öffentlichem Grund hat so ein Verbot einfach nichts zu suchen. Ich finde, das gehört zum Vermummungsverbot. Das Burka-Verbot hat seine Berechtigung dahingegen, weil es halt das Gesicht verdeckt und du nicht siehst, wenn diese Person wirklich etwas vollziehen würde, irgendein Verbrechen, dann kann man es diese Person einfach im Nachhinein sehr schwer beschreiben und du darfst aber ja nicht ansprechen. Ich habe das mal gemacht. Ich bin mal in der Stadt auf zwei Burka-Tonnen oder wie nennt man denn? Was sind denn das? Beutel, Säcke, die auf so zwei Säcke zugegangen. Sag einfach laufende Pappensäcke, ja, laufende Müllsäcke. Ja, ich weiß nicht, wie man die bezeichnen soll. Oder orientalische Ninjas. Und auf die bin ich zugegangen und gesagt, hör mal, es gibt hier irgendwo einen Ließstand. Habt ihr den gesehen? Die sind schreiend weggelaufen, weil ein Mann sie anspricht. Ich habe gedacht, gerade Muslime sollten das doch wissen, die sind schreiend weggelaufen. Ich habe gedacht, was ist denn jetzt los? Ich hab die nicht begrapscht, ich habe gar nichts gemacht. Ich habe ganz höflich gesagt, Entschuldigung, können Sie mir sagen, wo ist hier irgendwo? Zurück zum Artikel schnell. Also wie gesagt, ich halte nichts davon. Jedenfalls, hier wird das verboten und die Begründung finde ich aber toll. Da sehe ich dann Probleme, nicht nur für Muslime, sondern es wird hier gesagt, die Formulierung, jede Strandbekleidung, die ganz offensichtlich eine Religionszugehörigkeit demonstriert, wird verboten. Das ist idiotisch. Wieso ist jetzt das idiotisch? Nee, das stimmt. Die Begründung ist absolut idiotisch. Ja, aber wieso? Das andere ist ja nicht etwas anderes. Nein, das andere ist ein Vermummungsverbot, wo du ganz richtig sagst, es ist unmöglich, jemanden zu erkennen oder irgendwie den anzusprechen. Aber am Strand ist das doch scheißegal. Ich finde sowieso idiotisch, dass Leute am Strand Kleidung tragen. Und komischerweise genau die ihren Busen raushängen lassen, die das eigentlich nicht sollten. Aber gut, das ist eine andere Sache. Du meinst die nicht mehr so den schönen Busen haben, der dir gefallen würde? Das habe ich nicht gesagt, aber so meine ich das, ja. Aber so meine ich das. Nee, was mich jetzt wundert ist, wenn jetzt einer, keine Ahnung, mit einem Großbritannien irgendwie Bikini zum Beispiel am Strand geht, ja genau. Ich meine, das Wappen ist nun mal christlich geprägt. Das hat ein großes Kreuz und hat noch andere Symbole drauf, aber im Endeffekt ist es was ein christliches Symbol. Was ist denn mit der Schweiz? Ich gehe jetzt wirklich sehr selten mit irgendwie Kreuzen. Ich bin überhaupt nicht patriotisch. Ja, aber da ist nur ein Symbol drauf und das ist das Kreuz. Das ist bei uns halt wirklich so. Wir haben ein spezielles Wappen allgemein. Alle anderen sind ja so in die Länge gezogene Rechtecke, aber wir haben als einzige wirklich ein Quadrat. Also das ist dann für einen dicken Jesus, der genauso breit ist, wie er hoch ist. Ich weiß nicht, wieso das wirklich, hast du noch nie nachgeguckt. Alle anderen Länder scheinen wirklich so ein langgezogenes Wappen zu haben. Nur die Schweiz hat offiziell ein Quadrat, also alle Seiten gleich. Jedenfalls, was passiert mit solchen Leuten, die einfach auch mit einem Jesus Boxershorts herumlaufen? Kriegen die dann wirklich auch eine Buße? Genau. Ich bin da ein bisschen skeptisch, muss ich sagen, dass das wirklich passieren wird. Bei den Burkinis ist man da wahrscheinlich schon direkt härter. Und da sehe ich dann schon Anzeichen von Diskriminierung. Ganz so, ehrlich, und da die mit der Uniform des extremistischen Islamismus, da nähern wir uns der Sache schon. Das akzeptiere ich dann wieder, weil es wird tatsächlich so eingesetzt, dass den Leuten gesagt wird, wir brauchen das, das gehört, das ist der Islam und jede Frau, die das nicht trägt, ist keine Muslimin und der Westen muss sich eben dran gewöhnen. Und da sind wir dann schon eher bei der Wahrheit. Ja, aber selbst da, wie gesagt, politisches Statement, egal in welcher Form zu verbieten, geht einfach nicht. Weil das bedeutet für dich auch in Zukunft, wenn du irgendwie gegen deine Regierung bist und protestieren willst,
Ja, okay, aber Eik, jetzt überleg doch mal. Jetzt habe ich ein Bikini an und dann eine Armbinde mit dem Hakenkreuz. Dann bist du ein Trottel, aber was soll ich sagen? Ja, das stimmt. Erstens, weil du als Mann ein Bikini trägst. Nein, ich hätte von der Frau, okay, also ich... Wenn ich du als hast Mann gesagt, du trägst es. Eine Badehose trage und dann ein Hakenkreuz am Arm. Wie gesagt, dann bist du einfach ein Depp für mich. Aber ja, aber dann ist das ein politisches Statement. Ja, und? Was soll ich dagegen machen? Soll ich dich verprügeln? Oder? Ja, das stimmt. Scheiße, jetzt hast du recht. Das geht einfach nicht. Okay, ich habe etwas gegen Moment. Ich habe etwas gegen Diskriminierung. Jawohl, und da hast du hundertprozentig recht. Aber bei mir ist die Gleichberechtigung höher angesiedelt als die Nichtdiskriminierung. Und deswegen sage ich, hier werden Frauen unterdrückt. Denen wird suggeriert, die werden indoktriniert, denen wird eingetrichtert, dass sie sich bedecken müssen. Es ist ja kein Ausdruck der Freiheit, dass eine Frau sagt, ich möchte jetzt gerne nicht nur meine Brustwarzen, sondern auch den Rest des Körpers bedecken. Das ist es ja nicht, sondern es ist eine Unterdrückung von Frauen, denen gesagt wird, sie müssen das tun. Das ist mein Problem. So. Das verstehe ich auch, aber du kannst Dummheit und, wie soll ich sagen, Ignoranz nicht mit Verboten wirklich entgegenkommen. Doch, es geht gegen unsere Gesellschaft. Ja, soll deine Gesellschaft so anfangen, dass sie, wie gesagt, politische Statements unterdrückt? Es ist die Intoleranz gegenüber der Gesellschaft, in der sie leben. Guck mal, das ist doch genauso, wie wenn ich in Doha jetzt mit kurzen Hosen und einem Achselshirt rumlaufe. Ich passe mich der jeweiligen Kultur an. Und das machen Muslime nicht. Das ist ja auch schön von dir, aber es geht mir geht es darum, vorbeugend zu wirken, in dem Sinne, dass, wie soll es dann weitergehen, wenn der Regierung dann zum Beispiel es nicht passt, dass ich bin zum Beispiel einfach bei den Piraten Mitglied. Wenn die sagen, nee, also so ein Piratenhut geht gar nicht und die Flagge der Piraten passt uns auch nicht. Verstehst du, was ich meine? Also, du hast recht, hundertprozentig. Da muss ich mich bekennen, dass ich hier falsch liege. Ich habe keine Lösung. Ich weiß nur, dass es mir sauer aufstößt, wenn Frauen gezwungen werden, so etwas zu tun. Tut's mir auch. Stop spamming. Tut's mir ja auch. Ich sage ja, selbst bei einem Neonazis, der sich voll bekleiden würde, mit Sturmhelm von mir aus und SS-Symbolen und wie gesagt, noch so ein Trikot mit dem Hakenkreuz drauf. Ich meine, ich habe für den auch keine Lösung einfach parat. Ich kann ihm höchstens sagen, Junge, du solltest vielleicht mal überlegen, was so alles passiert ist in der Vergangenheit und dass wir uns vielleicht ein bisschen entwickelt haben in Europa, aber mit Verboten wirst du den doch nicht überzeugen können. Aber der wird doch nicht dazu gezwungen. Na doch, vielleicht ist er genauso indoktriniert worden, weil es gibt ja genug Familien, die das weiterziehen immer von Generation zu Generation. Das ist ja es ist wirklich nichts anderes. Es ist einfach eine komplett andere Richtung der Bescheuertheit. Ganz, ganz einfach. Okay. Lassen wir das. Also ich sage, da ist ein Problem. Ich weiß auch nicht, wie man das lösen kann. Ich weiß auch nicht, wo die Grenzen sind. Aber ich sehe das durchaus als Problem, dass man irgendwie Frauen da indoktriniert und denen das suggeriert, dass sie das müssen. Und das ist ein... Klar, das sehe ich auch so. Aber das Verbot und mit Bußen... Ich halte einfach nichts. Wie gesagt, ich halte einfach nichts davon. Ich kann's diese Taktiken nicht akzeptieren, weil die führen so nicht. Im Endeffekt sehen die dann sich diskriminiert und rotten sich noch mehr zusammen und bilden noch mehr eine Parallelgesellschaft. Es hilft nichts, wenn man da bei solchen Dingen mit Verboten so ankommt. Dann machen die ihren eigenen Strand und da gibt es dann vielleicht noch Opferfeste für Allah, was weiß ich, und man brennt, verbrennt ganze Tiere, keine Ahnung. Ja. Auf einmal. Also, wie gesagt, man muss mit den Leuten reden und nicht einfach nur mit Verboten um sich werfen, wie bescheuert das hilft nicht. Würden Verbote wirklich helfen, dann gäbe es keinen Mord mehr, weil Mord ist schon sehr, sehr lange verboten und trotzdem morden Menschen andere Menschen, interessanterweise. Naja. Interessanter.
ist doch interessant. Ich meine, so Verbote existieren schon so lange und trotzdem morden sich Menschen gegenseitig. Komisch, oder? Naja. So, jetzt muss ich gehen. Jetzt habe ich Ruhe. Jetzt musst du gehen. Du willst gehen, meinst du? Nein, jetzt habe ich ja nichts mehr zu melden. Jetzt kommen ja richtig Fakten. Da kann ich ja nicht mehr polemisieren. Kannst du schon, mache ich ja auch ab und zu dazwischendurch hier, weil ich habe jetzt mir noch ein zweites Buch besorgt, weil ich habe ja über Al-Andalusien nur ein Heft, eineinhalb Bücher sozusagen, und jetzt habe ich mir noch eins besorgt. Der Titel ist schon ein bisschen bescheuert, weil es heißt auch das maurische Spanien, wie das Heftchen, was ich schon habe, einfach von einem anderen Autor hier. Und als Untertitel 800 Jahre islamische Hochkultur in Al-Andalus. Und dann liest eben auch dieses, habe ich auch dieses Buch angefangen zu lesen. Und naja, wenn es Hochkultur ist, dass durchschnittlich alle 10 Jahre ein Krieg ausbricht, dann ist es eine tolle Hochkultur. Ja. Gut, also. Aber wieso machen Menschen das? Was ist die Motivation für diesen Autor jetzt, was rauszubringen? Sagt er das irgendwie? Das Vorwort habe ich noch nicht gelesen, vielleicht steht es da. Ich habe nur die Periode, wo ich halt beim letzten Mal aufgehört habe. Aber das interessiert mich immer. Warum machen Menschen sowas? Ich weiß auch nicht, wieso. Ich meine, er sieht ja selber, was da passiert ist und die Kriege. Wieso er dann da von Hochkultur redet? Außer er will da zynisch sein und quasi sagen, ja, die Muslime vorher waren schon bescheuert und jetzt haben sie endlich mal ein bisschen Kultur. Das ist gleich dann halt für Muslime quasi Hochkultur. Das wäre so die einzige Erklärung, die ich sehen könnte. Aber wenn er es ernst meint, dann naja, ist er ein bisschen ein komischer Kerl. Der Autor heißt übrigens André Clot. So heißt er. Das Umayyadenreich fand in der letzten Sendung sein Ende. Dies geschah um 1030 herum. Spanien war damit aber nicht befreit, in Anführungszeichen. Nach fast 20 Jahren Verwirrung der sogenannten Fitna lösten die letzten Umayyaden-Kalifen andere Herrscher dann ab. Der Zusammenbruch des Reiches hatte zur Folge, dass mehrere Könige sich zu Herrschern ausriefen. Also so sah das dann aus. Es gab ja dann diese vier großen Kalifenreiche. Eines, das Fatimiden-Kalifat, das verschwindet komischerweise, einfach spurlos, plötzlich ist es weg in der jetzigen Periode, die ich noch bereden werde. Die werden einfach nicht mehr erwähnt, komischerweise. Dann die Abbasiden im Osten, also im Nordarabien, Jerusalem, Kairo, also Ägypten etc., bis hoch in den Süd-Anatolien, also in Südtürkei heute, bis rüber nach Afghanistan. Das waren die Abbasiden. In Spanien, also Al-Andalus, war das Córdoba-Kalifat, das auch ein bisschen über die Meerenge reichte in Nordafrika. Und gleichzeitig riefen sich dann eben auch Nordafrikaner, also in Marokko dort andere Kalifen. Da hatten wir quasi vier Kalifate, große Kalifate. Und ab 1009 fing eben diese Fitna mehr oder weniger an. Daher hat man in Al-Andalus einfach jeder gegen jeden gekämpft. Ja, Eik, weißt du noch, wann der Sklavenaufstand war? War das in diesem oder war das noch so 100 Jahre später? Das muss später kommen, weil von denen habe ich bis jetzt hier noch nicht. Okay, dann kommt das später. Die Sklaven werden erwähnt bis in das Jahr 1200 irgendwas. Genau. Werden sie einfach erwähnt, aber Aufstände gab es von Sklaven her da noch nicht, außer man hat das vergessen zu erwähnen. Ich weiß nicht mehr, wann das war. Weil hier sieht das so aus, als ob die in Córdoba da ständig jeder gegen gehen, aber das ist ja dann oben in Raqqa genauso. Oben in Raqqa, wo? Was In Syrien. Dieses Raqqa meinst du? Genau. Weil da kommen die ja dann in Konflikte mit dem Byzantinischen Reich. Und da knallt es ja andauernd. Kann sein, aber ich spreche jetzt über Al-Andalus. Ich will Al-Andalus per. Okay, nicht, dass Leute denken, dass woanders Friede, Freude, Eierkuchen wäre. Nee, also die haben ja hier immer gekämpft.
Seit den letzten drei Sendungen habe ich ja aber über hauptsächlich Spanien ein bisschen diese Thematik. Ja, okay, nee, sorry, aber ich wollte das nur sagen, dass überall. Das kommt dann schon wieder. Ja, okay. Das kommt dann schon wieder, weil wir springen dann wieder ein bisschen Jahrhunderte zurück, um zu sehen, was hier dann passiert ist. Aber ich fand es halt wichtig, über Spanien zu reden, weil wie eben Al-Andalus, diese Hochkultur, diese tolle Zeit der Muslime, die nie Krieg gesehen hat, bla bla. Fand ich wichtiger, das mal ein bisschen zu besprechen. Wo war ich? Also der Zusammenbruch des Reiches hatte zur Folge, dass mehrere Könige sich zu Herrschern ausriefen in Al-Andalus. Das war eben ab 1009, fing einfach wirklich das ganze Land an gegenseitig zu kämpfen. Jeder kleinere Stamm rief dann für sich ein kleines Königtum aus. Obwohl die Fitna für beendet erklärt wurde, sah es real immer noch so aus wie in der Fitna selber. Alle diese Könige kämpften weiterhin untereinander um Macht und Land. Cordoba wurde angeblich von den kleineren Stadtstaaten, also Stadtstaaten, das muss man sich ja wirklich so vorstellen, wie im alten Griechenland, dass jede Stadt ein Staat war für sich. Also der Cordoba wurde ignoriert und fand keine größere Beachtung von den umringenden kleinen Gebieten. Was ein Indiz dafür sein könnte, dass Cordoba doch nicht die große Weltmetropole sein konnte, wie man zuvor noch großzügig anpries. Weil ein Herrscher hatte Cordoba dann so ab 1030 dann wirklich nicht mehr großartig bis 1050. Es war einfach eine Stadt mit Einwohnern und keiner wirklichen Herrscher etc. So quasi wie Belgien momentan. Belgien hat ja auch irgendwo durch so eine komische Regierung. Aber es funktioniert, das Land funktioniert mehr oder weniger normal weiter. Zeitweise sollen es 60 von diesen verschiedenen Kleinstaaten gewesen sein, die von unterschiedlichen Königen regiert wurden. Wieso die Fitna bei dieser Anzahl an Königshäusern für beendet angesehen wurde, schon vorher, verstehe ich persönlich überhaupt nicht, weil die kämpften ja immer noch weiter gegeneinander und sahen sich nicht da, also das ganze Land war immer noch mehr oder weniger im Chaos. Ja, aber für denselben Gott. Ha, so meinst du. Aber das war ja vorher, in der Fitna war es auch für denselben Gott. Das war ja nicht wegen den Christen, dass die da Verwirrung hatten, sondern weil die Umayyaden einfach verdrängt wurden von den Berbern aus Marokko. Ja, aber die Umayyaden waren ja noch nicht die Götteranhängigen. Das kam daher erst auf. Nee, die haben ja das Kalifat schon inne gehabt, kurz nach Mohammeds Tod und nach den ersten richtigen vier Kalifen. Da waren die ja, das sind ja die gleichen Umayyaden, die rübergesiedelt sind. Ja, und ich behaupte, dass die noch nicht koranorientiert waren. Was heißt noch nicht? Sie sind jetzt vorbei. Irgendwann müssen sie es ja gewesen sein, weil die sind jetzt vorbei. Nein, ich behaupte, dass dieses Ganze mit dem Koran erst im 8. Jahrhundert aufkam. Das heißt, es gab Cordoba schon bevor der Koran aufkam. Also das war noch ein reiner, also ich behaupte ja, dass der Islamismus aus der Expansion heraus entstanden ist. Das ist meine These. Und da ist es so, dass diese ganze Expansionspolitik von dem Muawiya zum Beispiel, dass die noch nichts irgendwie mit dem Koran oder mit Muslimen zu tun hatte, sondern dass das erst danach kam. Und dass wir jetzt erst in diesen Bereich kommen, wo es eben diese Fitna gab, wo es eben die Ungläubigen gab, die expandiert haben. Nee, da vermischst du was, weil das ist ja die dritte Fitna. Das ist ja die dritte Fitna, weil die Fitna, das heißt ja nichts anderes als Verwirrung. Man weiß halt noch nicht mehr, wo Gott ist und man weiß nicht, wer für Gott mit mir spricht. Das ist ja alles. Aber alle sprechen ja mehr oder weniger für Gott. Das ist ja das Problem. Okay, und ich meine halt, dass da teilweise noch Leute drin sind, die noch halt im römischen Vielgöttertum drin sind. Ja, das kann natürlich so sicher sein, dass hintenrum man nicht unbedingt den einen Gott angebetet hat. Aber das spielt ja keine Rolle. Aber die haben sich trotzdem schon sehr früh als Muslime bezeichnet. Das muss man einfach irgendwo durch akzeptieren. Also nicht als Muslime als solche, weil selbst das Wort kam erst später auf. Genau. Aber trotzdem haben sie ja für diesen
Buch, für dieses Buch Gottes und seinen Gesandten immer da, darüber geredet. Also da hat man schon. Da meine ich halt, dass es da noch Unterschiede gab, sodass es da unterschiedliche Auffassungen gab, die dann erst im Laufe genau dieser Zeit dann sich rauskristallisiert haben. Dass das genau dieser Zeitraum war, wo der Islam tatsächlich entstanden ist. Das wahrscheinlich schon, dass es immer mehr gefestigt wurde. Weil da kamen auch die ersten Rechtsschulen etc. Ab dem Mitte des 11. Jahrhunderts kamen dann wirklich alle Rechtsschulen auf und hatten dann proklamiert dieses und jenes etc. Aber das spielt ja keine Rolle. Die Umayyaden sind jetzt Geschichte und trotzdem haben sie ja das Kalifat inne gehabt und das Kalifat kannst du nicht innehaben, wenn du Christ bist. Das funktioniert. Also man muss schon die Umma dahinter haben und irgendwas mit Allah zu tun haben. Anders funktioniert einfach so ein Kalifat nicht. Das meine ich. Also man muss sich wohl diese winzigen Königstümer um Cordoba herum so vorstellen, dass jeder Berberstamm, die Berber, das sind eben die Völker von Nordafrika, keine richtigen Araber, sondern die Ur-Nordafrikaner sozusagen, für sich die Herrschaft in Anspruch nahmen. Also jeder kleine Berberstamm. Also eine ethnische Angelegenheit wurde das Ganze. Darum hattest du vermutlich in der Zeit wirklich so viele verschiedene kleine Königreiche. Jeder Stamm beanspruchte dann für sich quasi sein Land und er sprach dann für seine Leute etc. Das war dann für mich dann die Fitna, die immer noch nicht aufgehört hat. Die Fitna, also die Verwirrung, als ein Maure sich über den amtierenden Kalifen, also den umayyadischen Kalifen, militärisch erhob und sein eigenes Ding durchzog. Das wurde vielleicht da als echte Fitna angesehen, dass der General gesagt hat, du bist nicht richtig fest gottgläubig, jetzt komme ich und mache hier mal reinen Tisch. Diese Fitna endete, als der letzte Umayyader vom Thron fiel, sagt man zumindest. Doch warum, wodurch jetzt erst recht die Periode der so vielen kleinen Reiche begann und jeder dem anderen nach dem Königsplatz trachtete und jeder für sich sprach, er würde zu Gott finden, bla bla bla. Also ich sehe da nicht den Grund, wieso es nur mit dem Umayyadenreich-Sturz sozusagen das ganze Fitna-Zeugs geändert haben soll. Diese Periode der verschiedenen Königreiche wird auch die Taifa oder Taifa-Königreiche genannt. Alle wünschten sich ein größeres Reich, paktierten miteinander, dann wieder bekämpften sie sich auch und Bündnisse mit Christen, um sich gegen feindliche Muslime behaupten zu können, standen an der Tagesordnung. Dies soll bis fast Ende des 11. Jahrhunderts so angedauert haben. André Clot meint in seinem Buch »Das maurische Spanien« 800 Jahre islamische Hochkultur in Al-Andalus sei paradoxerweise trotzdem die Periode gewesen, wie so häufig, sagt er auch in Anführungszeichen hier, eine glänzende Epoche arabischer, muslimischer Zivilisation, voller brillanter geistiger Leistung, mit nachhaltigen Spuren in Spanien und im Westen hinterlassen wurden. Ich weiß nicht, wie er auf die Idee kommen kann, jetzt in der Zeit, in der wirklich so viele kleine Königreiche aufgekommen sind, von großartiger Zivilisation zu reden und die sich die ganze Zeit bekämpft und gegen ihre Glaubensbrüder sogar Christen mit Christen paktierten, als Epoche der arabisch-muslimischen Zivilisation noch zu reden. Da die meisten dann eben eigentlich Berber waren und keine Araber. Ich weiß nicht, was los ist mit den Leuten. Jedenfalls, wo war ich? Wobei davon eben eher wenig zu merken ist allgemein. Bis auf die Spott- und Hohngedichte der einzelnen kleinen Herrschergebiete gegeneinander. Das war eigentlich das Einzige, was die hier vollbracht haben an Kultur. Eben so Gedichte, die den anderen beleidigen sollen oder sein Wesen irgendwie schlechter darstellen sollen, seinen Charakter schlecht machen sollen, was auch immer. In Cordoba gab es seit dem letzten Kalifen natürlich innere Streitereien. Deshalb wurde es auch vorläufig von den Königen rundherum in Ruhe gelassen. Man wartete wohl auf die Gelegenheit, ohne größere Kämpfe es einnehmen zu können.
Und dies passiert auch. Die Abbadiden von Sevilla. Da muss ich das nächste Kärtchen hier aufrufen. Dann sieht man das auch, von wo ich da rede. Die Abbadiden von Sevilla. Deren kleine Dynastie sich Abu al-Qasim ibn Abid gründete, um etwa 1023 ins Leben gerufen wurde, übernahm gegen 1070 das zerrüttete Cordoba. Die Abbadiden waren Araber. Ähnlich wie die Umayyaden stellten sie Soldaten der Berber für ihr Heer ein. Aber auch Christen und Sklaven füllten ihre Kriegereien. Sie vergnügten sich aber nicht mit Cordoba alleine. Durch ihr vergrößertes Kriegsgebiet vermochten die Abbadiden es, die kleinen Königreiche rundherum einzunehmen. Badajoz, Algeciras, Granada, Huelva und andere Städte, wie André Clot es schreibt. Die Eroberungen sollen leicht gefallen sein, denn ein Abbadid namens Mutadid behauptete, er habe den letzten Umayyaden Hisham II. Wiedergefunden und er wäre nicht tot, nur hätte er sich versteckt. Eine solche Nachricht war wohl für viele Fürsten ein Grund, ihr Land abzugeben und auf das alte Herrschergeschlecht zu hoffen. Weil das muss man den Umayyaden einfach lassen. Sie hatten schon eine gewisse prosperierende Vergangenheit aufzuweisen von relativ friedlicher Zeiten, gewissen Epochen. Diese Lüge war aber anscheinend selbst diesem Mutadid zu dumm. Also hat er die sich ergebenen Kleinstaatenherrscher in ein Badehaus versammelt und ersticken lassen. Wie genau er das macht, wird nicht gesagt. Weil ich, keine Ahnung, hatten die früher schon hermetisch versiegelte Räume, konnten die das wirklich so machen, damit die Leute... Ich finde das auch so schön, wie du sagst, Niemandsland. Und zwischen dem Niemandsland und dem Nichts ist nochmal das Nichtsland. Nee, das war so das Gebiet, wo halt Christen und Muslime immer wieder aufeinander trafen. Wo es einfach immer hin und her ging. Da. Körperlich kollidierten. Körperlich kollidiert. Körperlich kollidiert sagt man, glaube ich, nur wenn man Sex hat. Hatten die alle Sex miteinander. Achso, ich dachte, das ist auch, wenn man sich ansonsten so... Ansonsten weniger die Spartaner. Die Spartaner haben körperlich kollidiert untereinander. Neben all diesen Ereignissen waren die Christen im Norden natürlich nicht untätig. Sie ergriffen die Gelegenheit und eroberten Teile Nordspaniens ohne Schwierigkeiten, da die Muslime im Süden mit sich gegenseitig abschlachten beschäftigt waren. Alfons der VI., da muss ich, glaube ich, das nächste Bildchen zeigen, genau. Alfons der VI. von Kastilien war derjenige, der die Christen Reconquista, also die Wiedereroberung, anführte. Und er führte sehr erfolgreich. Nicht nur, dass er die Gelegenheit sah, die Ländereien der iberischen Halbinsel zurück in die christlichen Hände zu bringen, nein, er war auch frech genug, um die Abbadiden zu bedrohen. Diese sahen keinen anderen Ausweg, als vorläufig ihr Herrschaftsgebiet mit teurem Silber an Alfons freizukaufen und sich so dem Frieden zu sichern. Alfons machte keine Anstalten, Cordoba anzugreifen, vorläufig. Er setzte aber durch Intrigen seinen Willen um Cordoba herum so durch, dass er schon bald Toledo und Malaga zu seinem Reich erklären konnte. Die Einnahme Alfons von Toledo ist etwa im Jahre 1085 dann passiert. Das habe ich jetzt kartenmäßig mit Farbe nicht angezeichnet, aber man sieht ja die Ortschaften, wo es gemeint ist. Der Abbadide Mutamid vermochte immerhin mit Hilfe des Grafen von Barcelona Murcia an sich zu reißen. Das ist unter Valencia, dieses kleine... am Zipfel, nahe vom Zipfel hier. Doch reichte natürlich nicht, um ihn immer weiter einkesselnden Alfons auf Dauer abzuwehren. So suchte sich Mutamid Hilfe beim Sultan von Marokko, der in der Zwischenzeit da als Herrscher sich ausrief. Yusuf ibn Tashfin heißt der Gute. Dieses Hilfegesuch sollte Rocco
sollte sich als katastrophaler Fehler erweisen. Denn für die sich Almoravid nennenden Herrscher von Marokko erkannte die Gelegenheit und das schwache Al-Andalus und rissen es später an sich. Also so heißt jetzt die neue Epoche der Almoraviden. Mutamid hatte also nun nicht nur die Christen als Bedrohung, sondern lud seinen Untergang in seinen Ländereien ein. Er kämpfte doch vergebens. Im Jahre 1091 endete die kurze Periode der ehemaligen Abbadiden-Geschlechts aus Sevilla, auch am Ende in Sevilla selber. Aber das hört sich an wie so ein Automodell. Das heißt also, demnächst der neue Seat, der wird dann der Almaro genannt. Ja, kann ich aus den spanischen Namen. Ich versuche es so gut wie möglich auszusprechen. Ja, nee, aber ich finde das ganz riesig, weil das hört sich wirklich so an, wie so ein Autonamen. Almaro, das ist der neue Almaro. Almoravid, ausgesprochen. Almoravid. Almaravid. Almoravid. Dann hast du das falsch geschrieben. Hier steht Almaravid. Dann habe ich das falsch geschrieben, genau. Moment, gleich mal gucken, ob ich es hier in meinem Text falsch geschrieben habe oder auf der Folie. Ich finde, Almaro hört sich besser an als Almora. Das spielt ja keine Rolle, was sich für dich anhört. Oh. Almoravid, also das O zuerst. Auf der Folie habe ich es falsch geschrieben. Shit. Jetzt kann ich also den Namen noch nicht mal an VW verkaufen. Doch, Almaravid kannst du verkaufen, der ist ja erfunden von mir. Das ist ein Viech, super Name für ein Auto. Vielleicht gibt es aber noch Nachfahren, die sagen, das hört sich zu sehr nach Almoravid an. Dann keine Ahnung. Wo war ich? Also wie gesagt, der Alfons hat da alles umgekesselt, bla bla bla. Die Almoraviden kamen, bla bla bla. Und rissen sich dann Al-Andalus eigentlich unter die Fingernägel. Mutamid hatte also nun nicht nur die Christen als Bedrohung vor sich, bla bla bla. Und das Reich des Mutamid und die Abbadiden endete halt mit Sevilla dann auch. Die übrig gebliebenen Abbadiden der königlichen Familie wurden verschleppt, verarmt oder wanderten ins Exil. Der letzte König selber wurde in Marrakesch angekettet. Er kriegte dann auch hin und wieder Besuch von Dichtern aus Al-Andalus, die ihm vermutlich schöne, tröstende Worte hinreichten. Aber Ike, jetzt wenn du diese ganze Entwicklung siehst, in genau diesem Zeitraum soll doch in Cordoba die Sau los gewesen sein. Das ist doch genau dieser Bereich, wo die ganzen Städte mit Straßenlaternen, mit Beleuchtung, der Firnas, der flog durch die Gegend, das ist doch genau diese Zeit. Kriegst du davon irgendetwas mit, dass hier von diesen ganzen Christen und Juden, den ganzen Gelehrten, die aus England kamen, die nur kamen nach Cordoba, um dort zu studieren, ist davon irgendetwas zu merken? Ja, das hatten wir in der letzten Sendung ein bisschen, dass das halt von den Königen, christlichen Königen aus dem Norden da das gesehen habe, wie toll Cordoba war, aber das waren 100 Jahre zuvor und auch diese Zeit, wie gesagt, das war vielleicht friedlich etc., aber viel berichtet wird in meinen Büchern darüber nicht. Nee. Eben, deswegen also, überlege ich gerade, da muss also man doch irgendwie drüber stoßen. Es wird einfach gesagt, es war eine super Zeit, aber was genau super war und wie sich das wirklich zeigte, sehe ich schon nicht, weil im Prinzip gab es keine Zeit, die länger als 10 Jahre dauert, die friedlich genau. Wirklich sein. So höre ich das von dir die ganze Zeit. Deswegen denke ich die ganze Zeit, da muss doch jetzt mal irgendwann dieser Punkt kommen, wo jetzt wirklich alle sich darauf konzentrieren und alle nur noch forschen und so weiter. Aber das höre ich nirgendwo. Also die friedlichste Zeit war halt bei den Umayyaden, als Umayyadenherrscher. Also was wir letzte Sendung hatten, genau. Aber das waren jetzt 100 Jahre oder sowas. Noch nicht mal. Vor 100 Jahren war das etwa, also im 10. Jahrhundert, Anfang des 10. Jahrhunderts war das noch okay und Ende des 9. Jahrhunderts
ging das auch noch gut. Also, aber das war wirklich, wie gesagt, eine kurze Periode von effektiv friedlicher Zeit, vielleicht 10 Jahre, und ansonsten musste man sich immer gegen Christen wehren und krass, ich höre die ganze Zeit, ja, aber da waren dauernd irgendwelche Leute, die den anderen an Kragen wollten, und jeder wollte für sich ein Stückchen haben, und meine Güte. Jetzt sowieso, also jetzt diese Zeit, die ich erzähle, jetzt seit dem Mitte des 10. Jahrhunderts, geht es erst recht los mit, darum habe ich ja die letzte Karte noch gezeigt, weil das so endete die letzte Episode. Genau. Ab 1009 war halt dann jeder gegen jeden. Und das hat sich dann, ich gedacht, jetzt wird mal ein Zeitraum der Stabilisierung eintreten, aber das ist ja wieder nicht der Fall. Die war vor, wie gesagt, vorher mit den Umayyaden. Ich dachte irgendwie, es sei ein Zeitraum, wo eben eine, sagen wir mal, eine sehr friedliche Zeit unterbrochen wurde durch Aufruhr. Aber es ist ja genau das Gegenteil. Ja, es ist umgekehrt. Es war immer nicht so friedlich und es wurde unterbrochen von friedlichen Zeiten. Genau, das merke ich jetzt langsam. Deswegen bin ich gerade, ich hatte das irgendwie anders erwartet. Ich weiß ja nicht, wie es war. Und ich kann ja kein Arabisch, ich kann kein Altarabisch, ich kann kein Spanisch, um das wirklich alles nachzuprüfen. Ich gehe aber anhand von diesen zwei Bücherquellen und naja, wenn das nicht stimmt, dann muss man nicht unbedingt mich dafür belangen, sondern eher die guten Herren, die Bücher geschrieben haben und das alles zusammengetragen haben. Ich breche das Ganze ja noch ein bisschen weiter runter, damit es zeitlich das schneller vonstatten geht. Aber ich erwähne ja nicht jeden kleinen Herrscher, jeden Namen, geschlafen hat und so. Also, das mache ich ja nicht, aber ich versuche halt wirklich die wichtigen Daten, die wichtigen Zeitabstände so gut wie möglich zu erwähnen. Aber ich dachte auch, dass der, also diese Historiker, dieses Emmett Scott und so, jetzt gibt es ja den, jetzt habe ich den Namen wieder vergessen. Nee, die Dame, die jetzt gerade aufdröselt, da dachte ich schon, die sind relativ pessimistisch. Und die, sind dann eben bei diesen ganzen Kriegen und diesen ganzen Wirren dann zu sehr auf eben diesen ganzen Kämpfen. Aber das ist ja dann wirklich nicht so, weil du bestätigst jetzt gerade, dass es eigentlich noch schlimmer war als das, was die was andere dargestellt haben, wo ich schon schockiert war. Ja, aber man muss sehen, Geschichtsschreibung, es ist immer Krieg. Wird einfach immer anhand von den Kriegen gemessen. Das ist nun mal so. Es ist selten so, dass du ein Geschichtsbuch liest und keine Ahnung, über friedliche Dinge geredet wird. Komischerweise schreibt sich Geschichte. Auch wieder, ja. Geschichte immer. Sich an Kriegen. Welcher Herrscher hat von wann geherrscht und mit wem hat er paktiert und gegen wen hat er gekämpft und wie lange hat er gekämpft und sein Kind hat für ihn noch weiter gekämpft. So schreibt sich die Geschichte ganz. Also alle Bücher, die ich über Geschichte gelesen habe bisher, sind immer einfach wirklich nur auf militärischer Basis geschrieben. Und das ist ja nicht so, weil die Leute das so wollen, die Bücher schreiben, sondern weil die Quellen halt das so präsentieren. Die ersten Bücher, die ich darüber gelesen habe, waren aus dem alten Mesopotamien. Und zwar ganz, ganz die ersten, die Sumerer. Und da gibt es natürlich auch Perioden von Frieden und wo Wissenschaft ein bisschen vorangeschritten ist und neue Erfindungen gemacht wurden und Dichter auftauchten. Aber generell ist es halt immer so. Geschichte wird geschrieben anhand von Kriegen. Ja, keine Ahnung, wieso. Es scheint wichtig für die Leute, für die Menschheit zu sein, nicht zu vergessen, dass da mit viel Blut die Menschheit vorangeht. Und vielleicht kann man es eigentlich als Warnung sehen, sollte man endlich ein bisschen aufhören mit dem ganzen Kriegsscheiß. Aber sehe ich da kein Ende, ganz ehrlich. Also gerade wenn man ins Jahr 2016 schaut, genauso viel Krieg und vielleicht eher mehr als sonst. Naja. Ja gut, das machen andere Tiere ja auch. Ja, aber wir müssen das nicht mehr. Das ist ja das Schöne. Technologisch könnten wir jeden Menschen durchfüttern und jedem ein Haus geben. Also wir müssen ja nicht mehr um Territorien kämpfen, um wirklich zu überleben. Wir haben ja mittlerweile erkannt und technologisch, was wir alles machen könnten. Ich meine, verdammte Scheiße, wir schicken Menschen auf den Mond und trotzdem verhungern Menschen auf dem Planeten. Also irgendwas funktioniert da nicht richtig. Stimmt.
Also der Alfons kam und hat dann Toledo eingenommen. Der Abadid Mutamid vermochte immerhin mit Hilfe des Grafen, oh, das war ich ja auch schon hier, wieso bin ich jetzt verrutscht? Wegen dir? Sorry. Ich muss gucken, wo ich bin. Neben den Abadiden gab es noch ein kleines Herrschergeschlecht im Norden, welches sich in Saragossa niederließ. Also ich habe hier Saragossa geschrieben, aber man spricht es auch Saragossa. Sie konnten sich gegen die Abbadiden behaupten und leisteten den Christen erfolgreich Widerstand. Also sie waren quasi eingekesselt von oben und unten und konnten trotzdem beiden größeren Fraktionen die Stirn bieten. Obwohl sie sich auch nicht scheuten, mit ihnen zu handeln und Pakte zu schließen, um ihren Friedenswillen, also mit den Christen ist das gemeint. Formell war es ihnen egal, ob man sie zu Al-Andalus zählte oder nicht. Bis 1110, also fast 20 Jahre nach dem Zerfall der Abbadiden-Dynastie, bestand diese genannte Hudiden-Dynastie, also in Saragossa, meine ich, das sich aus dem Stammnamen Hud bzw. Banu Hud ableitet. Doch auch ihnen setzten eben 1110 die Almoraviden aus Marokko ein Ende. Und so sah dann das Almoravidenreich, nicht das Almarovidenreich, das Almoravidenreich sah dann mehr oder weniger halt so aus. Die haben quasi das ganze Reich von den vorherigen übernommen in Al-Andalus und ein bisschen ausgedehnt bis und mit Saragossa sogar. Und das war immer ein bisschen separiert. In der gesamten Zeit vom letzten umayyadischen Kalifen bis hin zum Zerfall der Hudiden aus Saragossa deklarierten verschiedene Herrscher aus unterschiedlichen Städten sich zu Kalifen. Das ist auch noch interessant. Doch nie dauerte solch ein Kalifentum lange an, meist nur so ein Jahr und dann war es vorbei mit ihnen. Und dann wurden sie selbst vom Volk in den einzelnen Städten entthront und oder muslimischen Nachbarn fielen einmal wieder ein und setzten auch ein Ende. Die Epoche, ja. Wenn auch... Das hört sich immer so an, so wenn andere sagen, die kamen mal zum Kaffee vorbei, sagst du, ja, die fielen dann mal wieder ein und haben die mal wieder kaputt gemacht. Ja, wie soll man das anders verstehen, wenn es wirklich... Es ist enorm. Das ist, als ob man gerade so einen Jenga-Turm aufgebaut hat. Dann kommen die vorbei und machen den Jenga-Turm kaputt. Ja, die Frage ist natürlich... Starben da wirklich viele Leute oder haben die anderen erkannt? Ja, wir haben eh keine Chance, wir geben und so fort. So solche Dinge werden nicht wirklich großartig erwähnt, ob das vielleicht so war oder nicht. Aber man muss sich halt vorstellen, dass das, wenn da 60 kleine Reiche sind und jeder kleine Stamm deklariert sich zum König, dann kann ich mir vorstellen, dass das vielleicht nur so Reiche sind von 500 bis 1000 Mann und davon vielleicht sind nur 100 eigentlich Soldaten. Und wenn da natürlich ein Heer kommt mit 200 Soldaten, wäre es, glaube ich, nicht allzu sinnvoll, da groß noch zu kämpfen, sondern zu sagen, naja, wir hatten unsere zwei Jahre unsere zwei Jahre kleines Königreich. Unsere 15 Minuten Ruhm sozusagen und jetzt kommen die und naja, jetzt gehört es halt nicht mehr uns. Was soll man machen? Aber die Epoche, wenn auch nicht mehr in die Fitna zählend, war weitaus verwirrender als die Fitna selber. Einfach, wie gesagt, jeder hat mit jedem ein bisschen gekämpft und ein bisschen Krieg geführt, etc. Allein das 11. Jahrhundert, wenn man alle Namen der involvierten Personen hier erwähnen würde, benötigte eine Sonderserie. Also nicht nur eine Sendung, sondern wirklich vermutlich eine ganze Serie und unnötig viele Daten würden uns belasten. Das ist wirklich, wenn man die Bücher halt liest, ist einfach mühsam. Der hat mit dem gekämpft und so lange und ein halbes Jahr später kam sein Sohn und hat gegen die andere gekämpft und das und diese Stadt wurde dann zurückerobert und solche kleinen Dinge sind nicht immer erwähnenswert, finde ich. Also sie sind schon wichtig, um die Geschichte zu archivieren, die Geschichte zu erzählen, aber hier hat das nichts wirklich zu suchen. Es hilft uns nicht, um da mitzukommen.
Valencia war bis zum Einmarsch der Almoraviden relativ verschont worden von den anderen Stadtstaaten und deren Herrschern. So gelang es ihnen durch Piraterie und dem nahegelegenen Denia südlich von Valencia, so am Zipfel, vielleicht kann ich das einzeichnen, damit die Leute, das war etwa hier, dieses Denia, hier dieses rote, das ich anzeichne, war dieses Denia, war es quasi ein Verbündeter oder Provinz von Valencia, könnte man es vielleicht nennen. Und die kamen auch zu Wohlstand mit Tuchproduktion. Muss sehr wichtig sein dann, weil das scheint sich in der Geschichte verankert zu haben in der Erzählung, dass die mit der Tuchproduktion erfolgreich wurden. Und im Vergleich zu seinen Nachbarherrschern sehr friedlich abging, angeblich. Wer weiß das schon? Nach diesen Milliarden von Kriegen. Zu den Almoraviden. Sie waren Berber und gründeten Mitte des 11. Jahrhunderts in Marokko Marrakesch. Das waren also die Marrakesch ins Leben riefen, die Stadt selber. Sie waren sehr orthodox und richteten sich nach der Rechtsschule von Malik. Als Mutadid Yusuf rief, also der Yusuf, der Herrscher von Marrakesch und Marokko insgesamt, um ihm zu helfen gegen die Christen, um ihm beizustehen, tat dies der Almoravid ja auch anfänglich. Doch seine Pläne endeten nicht damit, die Christen zurückzudrängen und dann wieder nach Marokko abzudüsen. Er sah es als eine religiöse Pflicht, das Land vom Unglauben zu befreien. Denn das Paktieren mit Christen empfand er als sehr störend. Für die wahre Religion gibt es einfach keine Pakte mit Christen. Noch 1086 half er den Abbadiden von Sevilla und Córdoba. Doch kurze Zeit später stellte sich diese Hilfe als Invasion für die Abbadiden dar und beendete ihre Herrschaft dann 1091. Also 5 Jahre nachdem er gekommen ist, um die Christen zu vertreiben, hatte er Al-Andalus quasi eingenommen. Die Almoraviden wüteten in ganz Al-Andalus. Ein Königreich nach dem anderen fiel. Kein Wunder, Yusuf hatte einen nahezu fanatischen Auftrag und die winzigen Taifreiche in Spanien waren geschwächt und ständig im Wandel, also hatte er damit keine Probleme, diese einzunehmen. Seinen Säuberungsauftrag bekräftigte der Almoravide Yusuf damit, dass er religiöse Rechtsgutachten anfertigen ließ und diese auch im Osten versenden ließ. Also der hat gesagt, seinen Geistlichen, kommt, jetzt guckt mal, was könnt ihr da juristisch, technisch aus islamischer Sicht für mich anfertigen, damit ich da einfach drüber kann über Al-Andalus, um jeden halt vom Thron zu stürzen. Und das funktionierte ja auch. Neben Alfons von Kastilien gab es noch einen Heerführer, dieser wurde El-Kid genannt. Dieser machte den Almoraviden eine Zeit lang Ärger, besonders weil er zwischendurch Toledo von den Muslimen befreite. Er verstarb aber gegen 1100 und das erlaubte vermutlich den Almoraviden dann die Rückeroberung Toledos und das weitere Vordringen bis eben zu diesem Saragossa, welches sie ja 1110 einnahmen von den Hudiden. In seiner Herrschaft zeigte Yusuf, wie fromm er war. Und fromm, das ist jetzt in Bezug auf Islam. Es war für die Menschen mit Wein trinken und fröhlich tanzenden Weibern. Er soll richtig Jagd auf diese gemacht haben. Selbst Dichter wurden nicht in Ruhe gelassen. Wenn sie nicht für Gott dichteten, waren sie verdächtig. Einfach wirklich, wer einfach nur schrieb und irgendwie nichts mit Gott zu tun hat, war für ihn suspekt. Philosophen hatten keine Berechtigung mehr zu philosophieren. Den Koran erklärte doch schon alles. Dieser religiöse Wahnsinn ging sogar so weit, dass selbst die Schriften von Al-Ghazali verboten und verbrannt wurden. Ja, der Al-Ghazali, der selbst sagte, Philosophen und Mathematik sei vom Satans. Wer das Werk von Al-Ghazali, Wiederbelebung der religiösen Wissenschaft, besaß, durfte mit der Todesstrafe rechnen, wie André Clot uns mitteilt. Also,
wir haben ja Al-Ghazali kurz letztes Mal ein bisschen besprochen und ich habe versucht aufzuzeigen, was für ein religiöser Spinner er eigentlich ist. Und jetzt haben wir einen Typ, einen Berber aus Nordafrika, der sogar die Schriften von Al-Ghazali dann als nicht fromm genug betrachtet. Das ist gerettet, und da muss man sich einfach vorstellen, was für ein Fanatiker dieser Yusuf war. Juden und Christen konnten in den Zeiten zuvor neben den Muslimen ihre Religion praktizieren und genossen eine gewisse Toleranz. Dies war nun endgültig vorbei. Die Juden durften horrende Summen bezahlen, da sie ja nicht der wahren Religion angehören, aber der Koran vorschreibt, sie am Leben zu lassen, solange sie Jizya bezahlen. Bei den Christen machte man ungern auch so großzügige Ausnahmen. Man ließ sie zwar auch leben und sie mussten auch ordentlich blechen dafür, doch die Kirchen der Christen wurden eine nach der anderen niedergerissen. Also da hatte dieser Yusuf überhaupt kein Verständnis für die Kirche. Yusuf wurde von den Muslimen vorläufig mit Begeisterungen erfangen. Er war zwar fanatisch, aber anfänglich reduzierte er die Steuern für Muslime so weit, dass diese eine neue florierende Zeit auf sie zukommen sahen. Diese Illusion wurde rasch zunichte gemacht, denn die Christen, die mit ansehen durften, wie ihre Gotteshäuser verschwanden, riefen die nördlichen Christenreiche um Hilfe. Diese erhielten sie auch. Cordoba und Granada wurden belagert von den Christen, aber nicht eingenommen. Doch das zwang die Almoraviden, weitere Söldner zu holen. Und diese wollten natürlich bezahlt werden. Das trieb also die Steuern für Muslime dann doch schnell in die Höhe. So wurden aus den befreienden Almoraviden unterdrückende Tyrannen. Ganz schnell ging das. Das passiert innerhalb von etwa 10 Jahren, das Ganze. Neben all diesen Ereignissen oder vielleicht wegen diesen Ereignissen rief Papst Urban II. Zum ersten Kreuzzug auf. In Clermont, Frankreich, befahl er den Christen, nach Jerusalem zu reisen und von den gottlosen Muselmannen zu befreien. Die Sachlage in Spanien war bestimmt nicht alleine ausschlaggebend für den Kreuzzug, denn auch im Osten, also im Balkan und vornehmlich in Konstantinopel und ein bisschen halt im Süden, so wie es Stop Spamming vorhin schon sagte, Raqqa war immer auch im Kriegsgebiet, waren die Christenbrüder in Bedrängnis. So war ein heiliger Krieg unausweichlich. Die Almoraviden waren vielleicht aber der Tropfen, der das Fass dann zum Überlaufen brachte. Auch für die Christen war es eine Zeit der Brüche, besonders von Ost- und Westchristen kann ab Mitte des 11. Jahrhunderts die Rede sein. Hier bildete sich eine verhärtete Form von Papsttum in Rom und Papsttum in Konstantinopel. Angesichts der grausigen Herrschaft von Yusuf verschlechterte sich das Klima in ganz Al-Andalus gegen die Almoraviden. Nach dem Tode Yusuf war im Jahre 1106 sein Sohn Ali der Nachfolger des Reiches. Dieser kümmerte sich aber nicht so sehr um das Reich, sondern vielmehr um Weiber und ließ seine religiösen und diebischen Generäle tun und machen, was sie wollten. Und die tun und machten auch, was sie wollten. Geschützt von den Geistlichen plünderten sie die Bewohner des Landes oder ließen sie sich von ihnen gut bestechen. Das völlige Desinteresse des Ali machte sich ab 1118 dann bemerkbar, also 12 Jahre nach seiner Thronbesteigung. Als die Christen erneut sich aufmachten und als erstes Saragossa für sich einnahmen. 2 Jahre später tauchen, durch den Auftrag des Papstes ins Leben gerufen, die Templer in die Geschichte auf, also 1120. Weil die Almoraviden sich in Spanien konzentrierten oder besser gesagt es verhungern ließen, damit sie selber so viel davon hatten wie möglich, in ihrer Lebzeit entstanden in Nordafrika, um genauer zu sein, sogar im eigentlichen Heimatgebiet der Almoraviden in Marokko, eine neue Macht, die Almohaden. Die Almohaden, Moment, da habe ich ja auch noch ein Bildchen.
eine Das ist kein Karte, wo man schöner das. Autoname. Almohade ist nicht schön. Ja, tut mir leid. Ich kann sehr an der Zeit zurückreisen und Ihnen einen anderen Namen vorschlagen, damit es jetzt passt. Jedenfalls. Die Almohaden, eine religiöse politische Gruppierung, vermochte es, gegen Mitte des 12. Jahrhunderts Marokko komplett für sich zu beanspruchen und einzunehmen. Ali starb in den Kämpfen um seine alte Heimat in Nordalgerien. Der Gründer und sich selbst ernannte Mahdi, Ibn Dumart heißt er, hinterließ seinem Nachfolger Abd al-Mumin die Aufgabe, weiter die Eroberung voranzutreiben. Dies tat er auch. Nach dem Tode Alis, der Ali war dann Almoravid, nicht zu vergessen, war vorläufig niemand mehr da, der in Marokko den Almohaden gefährlich werden konnte. Und so ging die Eroberung in Richtung Osten, nach Algerien, Tunis und Libyen von den Almohaden weiter. Gleichzeitig bewegte man sich natürlich in das nun herrscherlose Spanien. Bis in das Jahr 1156 gehörte Badajoz, Sevilla und Malaga bereits den Almohaden. 1153 verstirbt Al-Mumin und sein Sohn führt die Eroberung weiter. Córdoba gehört nun dem neuen almohadischen Kalifen. Toledo wurde geplündert, Valencia zählte nun auch zu seinem Almohadenreich. Al-Mumins Sohn, also jetzt geht's wirklich zack, zack. Abu Jakob Yusuf war aber nicht nur ein Militärmann, nein, er veranlasste auch prächtige Bauwerke. Besonders die große Moschee von Córdoba ist ihm zuzuschreiben und auch die in Sevilla. Und galt damals mit seiner Länge von 150 Meter Breite und 100 Meter, nee, 100 Meter, 50 Meter Länge und 100 Meter Breite zu den größten der Welt in dieser Zeit. Bis in das Jahr 1175 kehrte nun eine gewisse Ruhe und Frieden in das muslimische Al-Andalus. Also das sind aber auch knapp 10 Jahre, auch nicht viel, wie gesagt. Du, in Al-Andalus Frieden und die kleinen Königreiche der sich ständig wechselnden Herrscher hatte mit den Almoraviden zwar ein Ende, aber erst mit den Almohiden war es auch möglich, mehr oder weniger sicher durch die Straßen zu gehen, ohne von einem Fanatiker sich als Ungläubigen titulieren zu lassen, um diesen auszuzahlen. Für die Christen waren die Almohaden zwar immer noch ein Dorn im Auge, doch ist nicht bekannt, dass die Verfolgung und die Zerstörung der Kirche auch unter den Almohaden fortgeführt wurde. Das ändert natürlich nichts daran, dass die Christen im Norden Spaniens weiterhin die Reconquista, also die Rückeroberung, betrieben. Jakob Yusuf machte nicht den gleichen Fehler wie Ali. Er beobachtete sehr genau, was in seinem Land vorging. Er befasste sich auch nicht wie Ali nur mit Weibern und machte sich deshalb im Jahre 1176 wieder zurück nach Nordafrika. Den Kalifentitel erhielt Jakobs selber in Marrakesch. Dem Zufall wollte er Nordafrika nicht überlassen und verwaltete er es auch direkt selber. So hielt er Al-Andalus und Ifriqiya, wie das Nordafrika ja hieß, in seiner Hand. Wenn er sich auch als frommer Muslim bezeichnete, so durften Dichter und Philosophen wieder im Lande der Spanier schreiben. Er soll auch eine Bibliothek aufgebaut haben, wie er noch fast genau vor 200 Jahren Al-Hakam II. Es tat. Ibn Rushd soll von Jakob persönlich gefördert worden sein. Doch das prosperierende Almohadenreich befand sich nach dem Tode dieses Jakob Yusuf bereits im Niedergang. Wo Jakob Yusuf das Reich von Al-Andalus, das ich von Toledo aus bis ganz nach Süden erstreckte und ganz Nordafrika bis nach Tripolis halten konnte, war das für seine Nachfolger nicht mehr möglich. Dem Rückzug aus Al-Andalus sahen die Christen die Möglichkeit, wieder vorzudringen und taten dies auch. Der Nachfolger Jakob Yusufs vermochte zwar in Al-Andalus eine Zeit lang sich zu wehren, doch auch mit dem Tod von Jakob al-Mansur, also seinem Sohn und Nachfolger, war nun das Ende der Almohaden gekommen. Toledo konnte er zum Schluss nicht mehr einnehmen und die Christen hatten es für sich beansprucht. Allen voran hatte der Widerstand
von Gerardo Sempavor aus Portugal damit zu tun, der den Weg geebnet hat für die Jesus-Anhänger aus dem Norden. Einen letzten Atemzug unternahm der Enkel Jakob Yusufs. Mohammed al-Nasir hieß der Gute, rief zum Mega-Dschihad auf. Das musste er auch, weil auch Papst Innozenz III., also der Nachfolger wohl von diesem Urban II., zum zweiten Kreuzzug verlangte. Diesmal ganz spezifisch, um Spanien endgültig von den Muslimen zu reinigen. Al-Nasir bekam auch Hilfe von den Muslimen auf der ganzen Welt. So sagt die Legende, er habe Kämpfer von Nordafrika, Ägypten, Arabien, Kurdistan und der Türkei bekommen. Georg Bosson meint in seinem Buch, dass maurische Spanien sogar aus Zentralasien wären die Dschihadisten angereist, um den Kreuzzüglern zu zeigen, wer besser für Gott kämpft. Es war ein herrliches Gemetzel. Von christlichen Chronisten berichtet, dass mindestens 60.000 Muslime tot auf dem Schlachtfeld lagen. Insgesamt wird aber von einer Menge von 150.000 Gefallenen geredet. Wenn beide Zahlen mehr oder weniger korrekt sind, dann würde ich sagen, haben die Muslime mehr Christen getötet als umgekehrt und somit wohl besser gekämpft. Und man kann sie sich in der Unterzahl vorstellen. Habe ich das in der Folie? Ja, hier. Also das war, hier hat die Schlacht stattgefunden, in diesem Sierra Morena. Das ist zwischen Córdoba und Toledo in einer Enge, eine Schlucht, das sich abhielt, das Ganze. Und im Juli von Jahre 1212 soll das passiert sein. Und ich habe das hier so tituliert, Allahu Akbar gegen versus, also gegen im Namen Gottes. Also beide für Gott kämpfen. Toll. Aber siehst du, hier hast du den Autonamen. Ford Sierra gibt's. Sierra. Was heißt Sierra nicht ewig? Was heißt Sierra? Keine Ahnung. Ja, das heißt einfach nur flach. Aber es hat nicht. Jedenfalls. Also man hat sich da richtig schön niedergeschlachtet gegeneinander. Denn nach dieser Schlacht für Gott, die in Sierra Morena stattfand, war es nun endgültig um die Almohiden geschehen. Der Kalif rettete sich mit der Flucht nach Marokko, doch verstarb er ein Jahr später, also im 1213. Damit endete zwar das Kalifentum der Almohiden nicht wirklich, doch waren sie unbedeutend. Wenn auch formell bis ins Jahr 1269 das Kalifat der Almohiden bestand, hatte man von dieser Gruppierung überhaupt nichts mehr zu befürchten. Die Christen nahmen nach dem Sieg im Endkampf eine Stadt nach der anderen ein, bis dann 1261 alles wieder jesusliebend unter den christlichen Herrschern stand. Jesusliebend sage ich deshalb, weil sie noch jahrelang im Blutrausch keine Probleme damit hatten, auch einfache Muslime, die nicht zum Schwert griffen, abschlachteten. Vielleicht kann man sagen, sicher ist sicher, sonst kriegen die Muselmänner muslimische Kinder und könnten später ja zum Schwert greifen. Also lieber vorbeugend da eingreifen. Tja, wenn der Gotteswahn eben überhand nimmt. Al-Andalus war vorläufig wieder Hispania, aber nicht ganz Al-Andalusien. Granada sollte eine letzte kleine Bastion für Muslime noch für die Zukunft wichtig werden und wurde nicht unter christliche Herrschaft gebracht. Da kann man dann diese Folie zeigen, so sah dann für die Muslime am Ende aus. Generell wurde aber das 13. Jahrhundert von Spanien in Blut getränkt. Zwei große Gruppierungen taten dies im Namen Jesus oder im Namen Allahs. Beide Fraktionen sind gleichermaßen geistesgestört gewesen. Beide Religionsgruppierungen ermordeten wie nie zuvor in der Geschichte des Islams und des Christentums gegenseitig so viele Menschen in so einer kurzen Zeit in einer einzigen Schlacht. Dumm gegen Dümmer. Jeder darf für sich selber entscheiden, wer der Dumme ist und wer der Dümmere war. Wie aber der ist... Ja, ich kann mich nicht entscheiden, welche Gruppierung der Dumme ist und welche der Dümmere.
Wie aber der Islam dank Granada wieder zum Ruhm und Macht in Spanien erstarkte, das gibt es dann in der nächsten Folge. Weil, wie gesagt, die Almoriden sind jetzt Geschichte und das ist ein wirklich ein großer Schlag halt gewesen für die muslimische Welt. Ja. Sie haben quasi in dem Punkt Spanien mehr oder weniger einfach verloren nach dem Kreuzzug der Christen. Aber was mich wundert, ist, dass da Isabella und Ferdinand nicht auftauchen. Isabella und? Ferdinand. Das sind eigentlich die beiden, also das ist ja die Königin und der Herzog oder wie der heißt. Die haben ja dann die Säuberung Spaniens gemacht und haben da ja wirklich, genau wie du sagtest, Furchtbares angerichtet. Muss ich überlegen, wurden die kurz erwähnt oder nee, dann kommen die erst noch vermutlich, weil anders, das ist so eine Periode, würde ich mir ja merken. Weil ich meine, das sei genau 1258 gewesen. Oder 1253, ich weiß es jetzt nicht mehr genau. 53 oder 58. Und da sind die beiden wirklich die haben sich, das ist ja genauso wie Martel, der hat ja in Frankreich auch die ganzen Leute zusammengezogen, die sich ja untereinander erst alle bekriegt haben. Und dann kamen ja die Muslime hoch und die sind ja bis Poitiers gekommen. Und dann hat Martel die alle zusammengetrommelt und dann haben die Muslime zurückgedrängt hinter die Pyrenäen. Und genau dasselbe ist auch in Spanien passiert, dass dann nämlich eben Isabella und Ferdinand die anderen alle zusammengetrommelt haben und die dann gemeinsam die Muslime... Hast du, ja, aber ich habe jetzt ganz kurz, also Wikipedia sagt mir, das passiert dann erst noch. Ah, okay. Mit der Isabella und Ferdinand. Die Zahlen falsch. So wie ich das sehe, darum, wir haben die Namen schon was gesagt, aber ich habe es jetzt beim erneuten Lesen und für die Sendung vorbereiten, sind sie mir nicht über den Weg gelaufen, weil sie halt nicht in dieser Epoche. Da habe ich nur die Zahlen falsch gehabt. Ich dachte echt 1252. Nee, also das sieht so aus, dass jetzt halt die Muslime zurückgedrängt wurden, nur noch Granada mehr oder weniger eigentlich unter muslimischer Herrschaft stand und. Und dann kommen sie wieder auf, die Muslime, und irgendwann reicht es halt dieser Isabella und dem Ferdinand und die machen dann den ganzen Prozess nochmal durch, quasi mit dieser Säuberung. Ah, okay. Sag mir doch bitte die Jahreszahl. Sie wurde geboren 1451, also kannst du das sagen, 15 Jahre. Also habe ich mich um 2 Jahre vertan, 200 Jahre vertan. Ja, und die waren dann eben, die das bis heute halt endgültig quasi Spanien von allem befreit haben. Aber wichtig war der Kreuzzug, das muss man sich merken, der Kreuzzug, der zweite war explizit nur für Spanien angedacht, genau, um die Muslime zurückzudrängen und das hat gut funktioniert, aber halt nicht so lange, weil die Muslime, die hatten keine Lust, da Spanien komplett aufzugeben. Und sie holen sich wieder ihr Land, ihr Eigentum zurück. Für eine Zeit lang. Wessen Eigentum? Der Araber oder der Spanier? Du kannst nicht sagen, dass Spanien den Spaniern gehört. Araber kannst du ja nicht sagen, weil die meisten waren da nicht mehr so Araber, sondern eher so ein Mischmasch zwischen Berber und Goten, also von den Urspaniern, wenn man so will. Aber in der Regel waren es Berber, muss man sagen. Ja, weil wer will denn jetzt eigentlich Spanien zurückhaben? Ja, immer noch die Muslime. Welche genau, weiß ich nicht. Aber immer noch die Muslime. Wem geben wir das denn? Die richtigen, damit es einfacher für uns ist, einfach die richtigen Muslime wollen. Wer die richtigen sind, das muss halt jeder für sich entscheiden. Ich habe ein Video gesehen, da hat Anjem Chowdhury gesagt, ich bin der einzig wahre Muslim. Er ist der einzig wahre Muslim. Er versteht das alles richtig. Und seine Clique sieht das auch so wie er, dass er sich als einzig... Seine Clique auch. Also müssen wir Spanien Anjem Chowdhury zurückgeben. Ja, aber ich denke, wieso nicht den Ahmadiyya? Das sind doch auch echte Muslime, oder? Oder den Schiiten oder den Aleviten, oder? Also geben wir es jedem zurück. Oh, shit. Also jeder kriegt ein Stückchen, weiß ich was, ein Felsbrocken. Ja,
Wir hatten ja schon eine Periode mit 60 kleinen Königreichen und wir haben ja so viele muslimische Großgruppierungen. Also kann man das sicher so irgendwie unterteilen, meinst du nicht? Also nein, ich habe noch eine bessere Idee. Jeder Moslem kriegt ein spanisches Gänseblümchen. Ja, jeder Moslem. In Spanien. Da ist aber was zu tun, weil bei 1,5 Milliarden Muslimen wird das schon auch teuer. Gänseblümchen müssen wir in Spanien zusammenkriegen. Ja, nicht nur zusammenkriegen, du musst das ganze Zeug noch verschicken. Und das treibt die globale Erwerbung nochmal hoch und dann versinkt vielleicht, keine Ahnung, Malaysia. Oder war es nicht Malaysia, das auch ein bisschen bedroht ist von der Erderwärmung? Ich glaube, es war Malaysia. So, ja, eben, das war es mal für diese Woche mit Al-Andalus zurückgeben. Aber man hört es vielleicht, dass so friedlich war es anscheinend nicht, wie die Muslime immer mitteilen, irgendwie. Ja, aber ich finde das Ganze, also ich merke gerade, dass ich das Ganze kompensiere, indem ich es lächerlich mache. Es ist eigentlich gar nicht so lächerlich, wenn man bedenkt, dass da 7 Millionen Menschen gestorben sind. Und das ist eine vorsichtige Schätzung von einer Institution, die das mal gezählt hat. Das ist furchtbar. Und dass ich da heute drüber lachen kann und dass ich da heute mich darüber lächerlich mache, das ist nicht irgendwie aus Pietätslosigkeit, sondern einfach nur, die Behauptungen sind so lächerlich. Weil jeder, der in der Lage ist zu lesen, kann sich diese ganzen Bücher ja anlesen, angucken. Der kann ja recherchieren, was da alles hintersteckt. Kann er. Und die Bücher verlinke ich extra unten rein. Ein Buch davon ist wirklich sehr, sehr datenspezifisch, also sehr kurz gehalten und man sieht da einfach die ganze Geschichte sehr gut zusammengefasst, denke ich, und man verbraucht nicht allzu viel Zeit und dann kann sich jeder selber entscheiden und anhand von den Jahreszahlen selber für sich halt deklarieren, ist das eine lange Periode von Frieden oder eben doch nicht so lange Periode von Frieden. Das kann man anhand von diesem kleinen Büchlein gut herauslesen. Nur dann kommen Leute, diese Muslime von 1001 Menschen so sagen, nein, aber das, was du jetzt sagst, das dürfen Muslime nicht hören, also musst du mundtot gemacht werden. Weil du darfst das nicht sagen, dass sowas war. Das muss alles anders sein. Das muss friedlich sein. Und wenn du sagst, es war nicht friedlich, dann musst du mundtot gemacht werden. Dann musst du zensiert werden. Und das ist das Schlimme daran. Ja, ich hoffe, dass nur ein bisschen kritische Muslime dann hier die Sendung zuhören, weil wenn natürlich nur so Muslime, wie du sie jetzt gerade erwähnst, zuhören, ist der Kanal vielleicht schon schneller wieder zu als gedacht. Das ist ja das Schlimme, weil die Zensur wird dann als ein höheres Gut angesehen, als das selber Nachdenken. Nee, als ein höheres Gut, als die Fakten einfach. Ich meine, die Muslime haben sich einfach gegenseitig auch abgeschlachtet. Das muss man einfach akzeptieren. Das darf es aber nicht sagen. Das ist es ja. Das hat es nie gegeben. Hat es nie gegeben? Nein, es sind immer Muslime gegen Nicht-Muslime. Das ist ja genauso was Daesh oder, das weiß ich nicht. Ah, ja, klar. Die werden dann zu Nicht-Muslimen deklariert und dann dürfen sie abgeschlachtet werden. Ja, jetzt war ich verwirrt, weil ich dachte, das sind alle Muslime und nicht echte Muslime und halt nicht so echte Muslime. Jetzt ja, genau, weniger echte. Ich war verwirrt. Für eine 217, kurze Zeit war 217. Ich sag 217, mach 217, komm bitte 217. 217. Fuck! Die 7 hat gestimmt. Die 7 hat gestimmt. I'm useless. Ich kann nie Prophet. Vielleicht übe ich das jede Woche und kann es immer noch nicht. Du kannst nie Prophet werden. Ja, der Hadith, der startet genau. Die Einleitung ist auf der Vorseite, die lese ich auch noch mit. Aus dem Kapitel Das Gebet um Regen. Niemand außer Gott allein weiß, wann es regnet. Abu Huraira erzählte, der Prophet habe gesagt, 5 Dinge sind es, über die einzige Gott entscheidet. Entschuldige, ich sage den ersten Satz nochmal. Niemand außer Gott weiß, wann es regnet. Ja. Mein Telefon weiß, wann es regnet.
Ja, aber das kann sich auch irren. Das hast du bestimmt auch schon, dass der Wetterbericht nicht ganz sich zugetragen hat, wie vorhergesagt, oder? Ja, aber zu Also ich hatte das 90% schon mal. stimmt es. Das heißt, mein Telefon weiß, wann es regnet und da steht, nur Gott Dein weiß es. Nein, Telefon mein weiß Telefon weiß es. es meistens. Gott weiß es aber immer. Jedenfalls, Komisch, dass Gott noch nie mir Inkommunalberichte. gesagt hat, wann es regnet. Es steht ja Hat, auch nicht glaube ich, hier, ein Gott schon dass mal er dir das. jemals mein Telefon korrigiert? Nein. Stop spamming. Hier steht ja auch nicht, dass Gott dir sagt, wann es regnet. Hier steht, niemand außer Gott allein weiß, wann es regnet. Er Stimmt, sagt nicht, dass er es jemandem sagt. Es steht nur, er weiß es. Du kannst es zwar nicht nachprüfen, dass das stimmt, dass er das weiß, aber naja. Ibn Umar berichtet, der Gesandte Gottes habe gesagt: Fünf Dinge sind es, über die niemand außer Gott alleine Bescheid weiß. Niemand weiß, was morgen sein wird. Niemand weiß, was sich im Mutterleib Montag. befindet. Niemand weiß, was sich im Mutterleib befindet. Niemand weiß, was er am nächsten Tag erreichen wird. Niemand weiß, wo er sterben wird. Und niemand weiß, wann es regnet. So, kannst du mal sehen, was das für ein Blödsinn ist. Kannst du echt, das ist so bescheuert. Das ist so, das ist genau das so vor 2000 Jahren. So haben sich die Leute das vorgestellt. Keiner weiß, was der Mutterleib ist. Ja, wir haben leider Ultraschall. Wir können sogar in 3D gucken. Fucking hell. Also, das gibt's ja gar nicht. Ja, aber Moment, früher wusste man das nicht. Ja. gibt es nicht, weil das Geschlecht kann sich, soweit ich mal gehört habe, immer noch ändern. Wann passiert das? Wenn Weißt du die das vielleicht? Müllerschen, okay, ist egal, ja. Ja, aber ist das die Periode, ist das die Zeit, wo man das noch im Ultraschall sieht oder nicht? Nein, 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 da Oder sieht ist man es das noch dann schon nicht. mal vorbei? Nein, Das nein, sieht nein. man eben. Deswegen hat man ja, es gibt, oh Gott, es gibt Frauen, die, nee, Moment. Also es gibt Männer, jeder Mensch ist eine Frau. So. Und Jeder Mensch ist eine Frau. erst wenn das Y-Chromosom dafür sorgt, dass bestimmte Hormone abgesondert werden. In dem Augenblick wandeln sich die Müllerschen Tubes, also die werden, also diese Ducts, was immer Ducts sind auf Deutsch, da bestimmt dann, dass die Zellen entweder zu Eierstöcken oder zu Hoden werden und dass entweder ein Penis oder eine Vagina entsteht. So, wenn diese aber nicht feuern, also wenn diese nicht gestartet werden, dann bleibt diese Frau eine Frau, obwohl sie Y-Chromosom hat. Das heißt, sie hat vom Chromosomensatz her ist sie ein Mann, aber vom Erscheinungsbild bleibt sie Frau. Das heißt also, sie wird dann nie einen Uterus haben, sie wird nie irgendwie eine Periode haben, sieht aber aus wie eine Frau. Hast du jetzt damit Allah bestätigt oder Widerlegt. widerlegt? Widerlegt. Weil es kann mir kein Mensch sagen, dass Gott einen Menschen baut, der innerlich von dem Chromosomensatz her Mann ist, aber von äußerlichen her Frau ist. Und vor allen Dingen, Allah habe ich jetzt widerlegt oder die Wirklichkeit widerlegt oder widerspricht diesem göttlichen Gedanken im Koran, weil ja die Grundform eine Frau ist. Das heißt, jeder Mensch ist erstmal Frau. Wenn nichts passiert, bleibt dieser Frau Frau. Es ist ja nicht so, dass so wie im Koran beschrieben, der Mann bestimmt wird und dann im Koran steht ja nicht Adam und Eva, das steht ja nicht. Da steht nur, dass die Seele, die männliche Seele und dann die weibliche Seele gebaut wird. So, und da sehen wir, dass das eben verkehrt ist, dass es falsch rum ist, dass wir erstmal mit Frauen sind und dann erst zum Mann werden. Und wenn da was schief läuft, werden wir eben nicht zum Mann. Kannst aber auch im Mutterleib dann erst sehen, wenn sich das herausgebildet hat, dass man eben bestimmen kann, dass das X-Chromosom ein Y-Chromosom ist und trotzdem eine Frau ist, das sieht man aber dann erst im Ultraschall. Und diese ganzen Hadith, die dann sagen, nur Gott weiß, das ist damit auch verkehrt. Matthias Möstl hat sich